Guten Tag, mein Name ist Katharina Pühl. Ich arbeite als Referentin für feministische Gesellschafts- und Kapitalismusanalyse an dem IFG, hier im Institut für Gesellschaftsanalyse in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, und bin froh, dass wir heute ein Panel mit so interessanten Leuten zusammengebracht haben, um relativ zeitnah nach den Ereignissen von Köln uns zu verständigen. Euer und ihre vieles Kommen zeigt, dass es Zeit für Debatten ist und Zeit für linken Austausch. Ich denke, dass wir ungefähr 2,5 Stunden brauchen werden, auch gegeben, dass wir eine Übersetzung haben. Da sitzen Stefan und Kollegin, die für diejenigen, Salomon und andere hier im Saal, die Englisch, ins Englische übersetzt hören möchten, das auch können. Wer noch ein Headset braucht, möge sich das vorne am Eingang abholen. Ich möchte kurz kontextualisieren, wo wir eigentlich mit dieser Veranstaltung stehen. Also es hat sich nämlich in der Rosa-Luxemburg-Stiftung im letzten Jahr auch mit dem Aufkommen oder der Verschärfung rassistischer Übergriffe, rechtspopulistischer Herausforderungen einen Zusammenhang gebildet, einen Arbeitszusammenhang, der diese Dinge versucht zusammen zu denken. Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, auch Antigenderismus, und dazu machen wir heute hier einen ersten Auftakt. Es sind auch einige Kolleginnen aus diesem Arbeitszusammenhang hier, Conny Hildebrand, Horst Kahrs kommt später noch, Henning Obens, der das hier mitorganisiert, und Gerd Wiegel als Referent aus der Fraktion der Linken, der sich mit Rechtspopulismus beschäftigt. Wir werden für das erste Halbjahr eine Reihe von Veranstaltungen planen und sind da noch dabei, das auch ein bisschen anzupassen an eher so Formate wie dieses, zeitnah über Dinge zu diskutieren. Wir verbinden damit die Idee, dass es dringend nötig ist, einen linken Raum zu schaffen, in dem kritische Erwägungen angestellt werden können, und auch bei dem Umstand, dass wir ja auch über die Kölner Ereignisse noch nicht in allen Details Bescheid wissen, was da nun wirklich passiert ist, Dinge miteinander abzuwägen. Dabei wollen wir auch alte Denkmuster in Bewegung bringen, anregen, Neues zu denken. Und angesichts der Wucht der politischen öffentlichen Debatten um Geflüchtete, deren Integration sowie den lauten Schreien von rechts, wie dies einzugrenzen bzw. zu beenden sei, dazu beitragen, dass das hier sozusagen mit verschiedenen, auch kritischen Argumenten diskutiert werden kann. Die nächsten Veranstaltungen, das möchte ich hier gleich schon sagen, in dem Rahmen, werden am 17. März nach den Kommunalwahlen in Hessen bzw. Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sein. Eine Veranstaltung, die mutmaßlich nicht in Berlin stattfindet, das klärt sich, glaube ich, noch. Und am 8. und 9. Juni wird die dann aktuelle Studie zum Thema Extremismus der Mitte vorgestellt werden, auch mit Expertinnen. Jetzt möchte ich das Podium erstmal vorstellen. Ich fange mal rechts von mir aus, links von euch aus an. Margarete Stokowski ist in Polen geboren, in Berlin aufgewachsen. Sie hat an der Humboldt-Universität Berlin Philosophie und Sozialwissenschaften studiert, und seit 2009 ist sie freie Autorin. 2012 bis 2015 schrieb sie die feministische Kolumne Luft und Liebe in der Taz. Jetzt ist sie seit Oktober 2015 bei Spiegel Online mit der Kolumne Oben und Unten zu lesen. Aus der stammt auch der Text des Rudels Kern, der relativ die Runde gemacht hat nach Köln. Während ihres Masterstudiums war sie übrigens auch mal Stipendiatin hier bei uns an der Stiftung. Neben ihr Anne Wiczurek. Sie ist selbstständige Beraterin für digitale Medien und Autorin. Sie lebt in Berlin und ist Gründerin des Grimme Online. Sie ist Gründerin des Gemeinschaftsblogs kleiner3.org, und der wurde auch für den Grimme Online Award nominiert. Der von ihr und anderen, vor allen Dingen aber von ihr initiierte Hashtag Aufschrei hat vor einiger Zeit, nämlich 2013, eine Debatte um Alltagsrassismus ausgelöst oder den Raum dafür überhaupt kreiert. Und wurde ebenfalls ausgezeichnet. Habe ich was falsch gemacht? Alltagssexismus, sorry. 2014 erschien im Fischer Verlag ihr Buch, das eigentlich im Nachgang auch zu den Debatten im Hashtag geschrieben ist, weil ein Aufschrei nicht reicht für einen Feminismus von heute.
indem sie eine moderne feministische Agenda entwirft. Im Januar 2016, also jüngst, veröffentlichte sie mit 22 Aktivistinnen wiederum unter meinem Hashtag ausnahmslos ein Statement gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Sie ist außerdem Mitglied der Sachverständigenkommission für den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Salomon Wanchuchu ist ein politischer und Menschenrechtsaktivist sowie auch politischer Flüchtling, kommt ursprünglich aus Cotonou in der Republik Benin. Jetzt aktuell lebt er in Wittenberg an der Elbe und studiert internationale Beziehungen. Er hat auch einen Preis Politik sagt Danke vom Land Sachsen-Anhalt erhalten, der jährlich im Rahmen des Tages des Ehrenamtes vergeben wird. Sabine Haag, links von mir, ist Soziologin, Professorin für Geschlechterforschung an der Technischen Universität Berlin, unter anderem Mitherausgeberin der Zeitschrift Feministische Studien sowie Redakteurin des Blogs der Studien. Sie hat zusammen mit Paula Villa, einer Kollegin, einen Band rausgegeben, den ersten meines Erachtens, den es so umfänglich dazu gibt, zum Thema Antigenderismus, Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Sie ist aber auch auf der praktischen Ebene Mitinitiatorin der Kampagne Wir machen das jetzt, die sich für ein neues, egalitäres, gesellschaftliches Miteinander von Einheimischen und Neuangekommenen einsetzt. Massimo Perinelli, last not least, ist derzeit noch Historiker an der Universität Köln, arbeitet da zur US-Geschichte und zur Sexualitäts- und Geschlechtergeschichte. Er ist seit der Gründung der Initiative bei Kanakatak engagiert, sowie auch in der Initiative Kolbstraße ist überall. Aber Anfang März diesen Jahres wird er als Referent für Migration hier bei uns in der Akademie für politische Bildung arbeiten. Die Ereignisse in der Silvesternacht 2016 haben uns vor eine neue Situation gestellt. Die massenweisen Übergriffe auf Frauen im öffentlichen Raum, in mehreren Städten Deutschlands, die sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen, teilweise verbunden mit kriminellen Handlungen wie Diebstahl, kannten wir bislang nicht in dieser Form und in diesem Ausmaß. Trotz der überbordenden Berichterstattung in den Medien und bis heute sind nicht alle Umstände dieser Situation aufgeklärt, was das konkrete Geschehen anbelangt. Nach und nach erst trafen und treffen noch die Anzeigen der Vorfälle durch Betroffene ein. Ein vollständiges Bild haben wir bislang weder von den Einsätzen der Ordnungskräfte noch von den Betroffenen in ausreichender Weise. Nicht nur deshalb haben wir den Titel ausnahmslos aufklärungsbedürftig gewählt für den heutigen Abend, um sozusagen anzuzeigen, dass da noch sehr viel mehr gewusst werden muss, bevor man denn eigentlich einschätzen kann, wie damit umzugehen ist. Die Diskussion über die Vorfälle ist schnell Teil von instrumentalisierenden Interpretationen und rassistischen Stigmatisierungen geworden, in denen die Angst vor kriminellen Handlungen Geflüchteter, vor allem geflüchteter Männer, in den Mittelpunkt rückten und als Anlass genommen wurden, über die aktuelle Flüchtlingssituation in Deutschland mit ausgrenzenden, Obergrenzen setzen wollenden, rassistischen, sexistischen und rechtspopulistischen bis rechtsextremen Positionen zu sprechen. Stark zugenommen hat die kriminelle Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlinge selbst. Und in der Liste der fürchterlichen Szenarien, die von rechts entworfen werden, fehlt zuletzt am vergangenen Wochenende auch nicht die Forderung danach, dass die Polizei auch mit Gewehren gegen Geflüchtete, auch Kinder, an der Grenze vorgehen können solle. Die mobartigen Praxen durch Hooligans, Türsteher und Rocker auf der Straße in Köln und anderswo, Bürgerwehren an anderer Stelle, stehen für die selbsternannten Akteure, die vermeintliches Versagen von Behörden konstatieren und aktiv die Ordnung auf der Straße wiederherzustellen beanspruchen. Derweil setzen flüchtlingsbegleitende Aktivistinnen einen Notruf in Berlin ab für Geflüchtete in Aufnahmeunterkünften, die über das sogenannte Lageso verwaltet werden und denen aus personellen Kapazitätsengpässen dort heraus kein Geld für Essen ausgegeben wurde. Die Menschen hungern. Soweit die Flüchtlingsfrage als demografisches Thema der Fachkräftebeschaffung diskutiert wird, wird bereits jetzt von BDI und BDA Lohndumping für Geflüchtete unterhalb des Mindestlohns vorgeschlagen.
Damit steht der Angriff auf die Situation der Geflüchteten auch in Zusammenhang mit einer neuen Zuspitzung von Zumutungen neoliberaler Umgestaltung von Gesellschaft als Folge der Finanzkrise und im Kontext einer austeritätspolitisch strukturierten EU-Politik. In diesem Kontext führen von oben gestaltete Lösungen dazu, durch Angriffe auf sozialpolitische und sozialrechtliche Errungenschaften des Sozialstaats die Möglichkeit, überhaupt ein Leben unter Umständen ausreichender sozialer Daseinsfürsorge in diesem Land führen zu können. Also die werden dadurch noch weiter verringert. Hier liegt unseres Erachtens auch eine Herausforderung der kritischen Debatten, wenn es gilt, die angstschürenden chauvinistischen Diskurse von rechts, also denen entgegenzutreten, die diejenigen für sich gewinnen wollen, die ihre Lebensbedingungen hierzulande selbst als von sozialem Abstieg bedroht sehen oder das für andere insinuieren. Ich will jetzt nicht zu lange sprechen. Uns geht es also darum, schon eine Zusammenschau zu machen von Diskursen, wie sie in den Gender Studies, Frauen- und Geschlechterforschung, über Themen wie Antigenderismus geführt werden. Dazu kommen wir gleich in der ersten Runde. Wie aber auch darum zu gucken, was sich jetzt in Blogs, in bestimmten Diskursräumen tut und in der medialen Öffentlichkeit, die ja viel breiter ist. Genau. Und jetzt würde ich gern noch ganz kurz was sagen zum Abend selbst. Wir machen 3 Runden auf dem Podium, 2 davon jetzt in Folge. Dann öffnen wir ins Publikum für Kommentare, Fragen, wie auch immer, Wortmeldungen. Und dann würden wir noch mal eine 3. Runde machen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Das betrifft aber nur uns hier als Podium, also man wird nur uns sehen. Und da wir die Übersetzung haben, bedeutet das, wenn ihr euch nachher meldet, dass ihr unbedingt in ein Mikro sprechen müsst. Sonst können die nicht hören, was ihr sagt. Und nicht zu schnell sprechen. Genau. Ja, soweit erstmal. Die erste Fragerunde dreht sich eigentlich nochmal darum, sich darüber zu verständigen hier auf dem Podium, was ist eigentlich passiert, worüber sprechen wir eigentlich, welche Phänomene haben wir eigentlich im Blick, sind das nur die, die in Köln sozusagen passiert sind, denken wir auch an andere Sachen, wie ordnet ihr das ein und wie wird sexualisierte Gewalt überhaupt gesellschaftlich verhandelt, leben wir in einer Rape Culture, wie Lori Penny das genannt hat, eine der Thesen zur gesamthaften gesellschaftlichen Verfasstheit. Und was ist aber auch mit der Schnittstelle zur rassistischen Stigmatisierung, mit der eben gegenwärtig so sehr eine Art Racial Profiling eigentlich betrieben wird gegenüber bestimmten Leuten? Gut, die erste, die beginnt, ist Anne. So, ja, es funktioniert super. Hallo erstmal auch von mir. Es ist wirklich Wahnsinn zu sehen, wie viele heute gekommen sind. Und danke für die Einladung auch nochmal an die Stiftung. Ich wollte noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie es auch zu der Initiative gekommen ist, die ja dann mit dem Schlagwort ausnahmslos entstanden ist. Und da war natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass ja auch gerade als das mit den Ereignissen rund um Köln, also es hat sich ja erstmal auf Köln konzentriert, das wurde ja dann später klar, dass es auch andere Städte betroffen hat oder andere Städte auch diese Vorfälle gemeldet haben oder ähnliche Vorfälle gemeldet haben. Ja, im Grunde in dem Moment, wo das aber erst über einen lokalen Rahmen raus bekannt wurde, schon Leute sich positioniert haben und gesagt haben, ja, wo bleibt denn jetzt hier der Aufschrei, wo bleiben jetzt hier die Feministinnen, die sonst immer alles kritisieren, was mit Sexismus und sexualisierter Gewalt zu tun hat, wo sind die denn jetzt? Noch näher ran, okay. Gut, dann machen wir es näher. Was natürlich schon in sich absurd war, weil zu dem Zeitpunkt ja gerade erst das Bewusstsein dafür da war, was das für ein Ausmaß war, dass das passiert ist. Und trotzdem schon dieser Vorwurf impliziert war, wenn sowas passiert, weil es von Männern mit Migrationshintergrund ausgeht, dann finden wir sexualisierte Gewalt irgendwie nicht so schlimm. Also das fand ich auch eine ganz ekelhafte Unterstellung. Daraufhin folgten ja dann schon diverse Interviews und Anfragen und quasi auch dieser Anspruch, sich dazu verhalten zu müssen, also speziell jetzt auch zum Beispiel an meine Person durch den Hashtag Aufschrei, weil das immer noch mit dieser Legende einhergeht. Wir hätten das als Reaktion auf Rainer Brüderle gestartet, was nicht stimmt.
sondern mit dem Bedürfnis, über die Erfahrungen mit eigenen, mit Übergriffen und sexualisierter Gewalt überhaupt reden zu können, und dass das eben zeitlich zusammenfiel mit der Brüderle-Debatte, wurde ja leider immer noch verquickt, aber insofern wurde es natürlich auch wieder geframed als, ja, wenn der weiße Politiker dann der Bahn blöden Spruch drückt, dann könnt ihr euch aufregen, aber wenn sowas wie in Köln passiert, wird halt nicht, also haben wir auch schon wieder dieses, ja, diese Instrumentalisierung tatsächlich gesehen. Und es wurde halt relativ schnell klar, dass gerade auch einfach eine Art, ja, feministische Intervention hier wirklich vonnöten war. Und die Emine Aslan, die den Hashtag Campusrassismus initiiert hat, der, ich glaube, im Dezember 2015 auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat und eben Erfahrungen mit Rassismus im akademischen Umfeld gesammelt hat. Sie hatte zusammen mit Kübra Gümüşay schon gesprochen und hatten dann überlegt, eben so ein gemeinsames Statement zu veröffentlichen. Und das haben sie mir dann vorgeschlagen und ich habe gesagt, ja super, machen wir. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Also so mal zusammengefasst, wir haben halt innerhalb von 3 Tagen diese komplette Aktion aus dem Boden gestampft, inklusive natürlich noch mit mehr Leuten dann, also du hast ja schon gesagt, 22 sind wir dann im Kernteam geworden. Und als das dann gestartet ist, also auch als wir schon die Erstunterzeichnenden gesammelt haben, war das sehr schnell zu sehen, dass das so ein, sozusagen diese Sprachlosigkeit, die angesichts der Debatte, wie sie bis dato geführt wurde und wie sie einfach auch rassistische Ressentiments gefüttert hat, dass in dem Moment dieses Statement und dieser Hashtag sozusagen vielen Menschen diese Sprachlosigkeit und diesen Schock auch erstmal ein bisschen nehmen konnte. Also wir haben schon schnell gemerkt, dass das vielen sehr, sehr wichtig war, dass einfach so eine klare Position da bezogen werden konnte, und war dann natürlich anhand der Unterstützung, die wir da auch bekommen haben, nur umso mehr zu sehen. Also wir haben ja innerhalb von einer Woche dann 11.000 Unterschriften gesammelt. Wir hätten auch noch mehr, wenn das nicht alles so anstrengend gewesen wäre, diese Unterschriften sammeln zu müssen, aber egal. Und mir hat das und uns im Team auch einfach nochmal gezeigt, wie wichtig es wirklich ist, darauf wirklich zu pochen, dass wir eine differenzierte Debatte zu diesen Problemen führen. Also eine Debatte, die Sexismus und Rassismus als strukturelle Probleme für unsere gesamte Gesellschaft überhaupt erstmal anerkennt und nicht auslagert als ein Problem von Leuten, die jetzt zum Beispiel in unser Land kommen. Ja, ich denke, dieser Schock von Köln, der ja so natürlich krass war, weil die Gewalt, die dort passiert ist, krass war, hat irgendwie so eine ziemlich heftige Hysterie ausgelöst, aber nicht nur durch die Gewalt an sich, die da passiert ist, die krass war und entsetzlich und widerwärtig und beängstigend, aber auch, weil bei dem Thema 3 verschiedene Themenbereiche zusammenkommen, die vorher schon Themen waren, die Leute sehr aufregen. Und zwar war das eine Thema natürlich Flüchtlinge, was sowieso das Überthema das ganze letzte Jahr schon war. Und vor allem auch die Vorstellung einer Bedrohung durch Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und das andere Thema natürlich Medien und die Idee, dass die Medien Informationen zurückhalten. Das gab es ja nach Köln, dass es so ein paar Tage Verzögerung gab, wo nicht so ganz klar war, hat jemand irgendwie versucht, hat die Polizei versucht, was zurückzuhalten, haben die Medien versucht, was zurückzuhalten, haben die Medien versucht, nicht zu sagen, wer die Täter sind. Und dieses gesamte Thema von vermeintlicher Manipulation der Medien und Lügenpresse und so ist auch gerade was Leute sehr beschäftigt. Und dann hat es natürlich gespielt in einem Rahmen von Sex und Körper und Gewalt, was sowieso was ist, was Leute wahnsinnig macht. Und das alles kam zusammen in Köln, und deswegen sind die Leute ziemlich durchgedreht. Und das hat unter anderem zu so absurden Dingen geführt, wie dass zum Beispiel Feministinnen erklärt wurde, sie würden die Gewalt von Köln verharmlosen. Das ist so maximal absurd, das, also, hätte ich persönlich mir vorher nicht ausdenken können.
nach Köln war das ein Standardvorwurf an Feministinnen. Und ich habe eine Kolumne geschrieben auf Spiegel Online, die hieß Des Rudels Kern. Ich habe darin geschrieben, dass es bei dieser ganzen Aufregung um Köln so gut wie gar nicht um die Opfer geht von diesen Verbrechen, sondern dass die gerade gut genug sind, um zum Beispiel möglichst reißerische Überschriften in Medien zu haben, von zerfetzter Unterwäsche oder von Fingern an Körperöffnungen. Und auch gut genug für besorgte Bürger, um sich als Frauenschützer hinzustellen. Aber das ist sozusagen, das ist es auch schon. Und das bildet nur die Grundlage für rassistische Hetze, die Leute vorher auch schon gern gemacht hätten, haben sich ein bisschen zurückgehalten. Nach Köln sind sozusagen alle Dämme gebrochen und Leute konnten alle ihre übelsten Albträume von schwarzer Mann vergewaltigt, weiße Frau total aus. Also es war dann kein Tabu mehr oder kein, ich weiß nicht, es ist irgendwie alles aus Leuten ausgebrochen, was da in Ängsten irgendwie vorher schon da war. Und mit Des Rudels Kern meinte ich eben die Vorstellung vom wild gewordenen oder wenn nicht schon immer wild gewesenen schwarzen Mann oder Ausländer, der sich alles nimmt, was andere gerne hätten, und zwar Frauen und iPhones und Portemonnaies, Geld. Und ich hatte dann geschrieben, das ist, wenn man Feministinnen dann vorwirft, dass sie das verharmlosen, dann ist es so ähnlich, wie wenn jemand sagt, es brennt in der Küche und jemand anders sagt, ja, es brennt auch im Wohnzimmer, und dann sagt der Erste, ja, du willst also nicht die Feuerwehr rufen. Und das ist unlogisch. Das ist super unlogisch, und das ist natürlich sozusagen das Krasseste, was man Feministinnen vorwerfen kann. Sie würden irgendwie Gewalt an Frauen verharmlosen wollen und die Täter schützen. Das ist so krank, sowas zu behaupten. Und natürlich ist, wenn Feministinnen jetzt darauf hinweisen, es gibt auch woanders sexualisierte Gewalt, natürlich ist das ein Thema, womit sich niemand freiwillig beschäftigt. Das ist ein super hässliches Thema. Und also bei mir persönlich ist es so, dass ich diese ganzen Zahlen aus den Studien, die es da so gibt, mein Gehirn weigert sich, sich die zu merken, weil die so krass sind. Also so dieses, wie viele Frauen haben schon Gewalt erlebt und wurden schon vergewaltigt und wurden missbraucht und haben Gewalt durch den Partner erlebt. Und wie heute gab es in der Taz, es gab diese Frau, die ihren Mann erschossen hat, nachdem er sie irgendwie jahrelang und irgendwie auch, ich weiß nicht, die Kinder oder so, jedenfalls misshandelt hatte. Und dann gab es irgendwie diese Info in Frankreich, stirbt im Durchschnitt fast jeden zweiten Tag eine Frau an Misshandlung. Der Täter ist fast immer der eigene Mann oder Partner. Ich weiß nicht, ich weigere mich immer, mir diese Zahlen zu merken, weil die so krass sind. Und nachdem ich diese Kolumne geschrieben hatte, in der es darum ging, dass man auch an die Opfer denken sollte, und dass wir tatsächlich eine Debatte brauchen über sexualisierte Gewalt, kamen Vorwürfe an mich, dass ich doch auch mal an die Opfer denken sollte. Und dass wir doch, also, das nicht verharmlosen sollten. Also genau das, was ich geschrieben hatte, wurde mir wieder vorgeworfen. Was auch natürlich daran lag, dass Leute Texte oft nicht so gründlich lesen. Und zum Thema Rape Culture. Genau das beschreibt sozusagen der Begriff Rape Culture, dass Leute sich nicht so gerne mit diesen hässlichen Sachen auseinandersetzen und zum Beispiel sexualisierte Gewalt, wenn sie dann passiert, als Einzelfall hinstellen und nicht als etwas, was super tief verwurzelt ist in unserer Gesellschaft. Und es wird dann nach zum Beispiel einzelnen Gründen in Biografien gesucht. Sie war schon immer so und sie ist dann da lang gelaufen und dann war sie betrunken und hatte das an und dann ist das passiert. Und der Begriff Rape Culture heißt nicht, dass alles, was in unserer Kultur passiert, Vergewaltigung ist oder so, sondern das heißt, dass unsere Kultur so beschaffen ist, dass sie solche Fälle von sexualisierter Gewalt verharmlost und irgendwie versucht, mit so Einzelgründen zu begründen und verdeckt und dadurch natürlich auch ermöglicht. Und ich lag ein bisschen falsch mit meiner Prognose in meiner Kolumne, dass es keine Debatte geben würde über sexualisierte Gewalt. Also ich hatte
geschrieben, es würde so sein nach Köln, wenn es diese krasse rassistische Hetze und Hysterie gibt, dann reden wir gar nicht über sexualisierte Gewalt und die Opfer. Und es stimmte nicht ganz. Also es gibt jetzt ein bisschen eine Debatte und es gibt auch Bemühungen, das Sexualstrafrecht härter zu machen. Und also härter heißt weniger täterfreundlich, weil im Moment ist es super täterfreundlich. Und es ist natürlich ein bisschen peinlich für Deutschland, dass es jetzt erst diese Debatte gibt, nachdem es Fälle gab, in denen Ausländer oder Flüchtlinge die vermeintlichen Täter sind, was wir ja immer noch nicht hundertprozentig wissen, aber es scheint so zu sein. Weil man hätte so eine Debatte natürlich auch früher haben können. Ich hatte geschrieben nach dem Oktoberfest und so und viele Leute haben das Oktoberfest als so Referenzpunkt gesehen. Man kann auch alles mögliche andere als Referenzpunkt nehmen. Zum Beispiel gab es erst kurze Zeit vorher auch den Hashtag Why I Said Nothing, wo Frauen und auch Männer geschrieben haben, warum sie nach sexualisierter Gewalt nicht darüber gesprochen haben. Das gab keine besonders große Debatte darüber, was natürlich auch damit zusammenhängt, wem man glaubt und wessen Erfahrungen man ernst nimmt. Und wir hätten auch eine Debatte haben können über geflüchtete Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren. Haben wir auch nur in sehr geringem Maße. Was natürlich auch zeigt, wie so Hierarchien verlaufen und wessen Leid ernst genommen wird und wichtig genommen wird und wessen Leid untergeht. Thank you for giving me the opportunity to be here today. And I will say, from refugees' perspective, from perspective of migrants and refugees, that we refugees, I think we critically condemn what had happened, but at the same time, we do not support the use of refugees as a pretext to justify criminalization of refugees, to justify this tightening of refugees' law and asylum law, to justify or to use it as a kind of trying to stigmatize the public opinion to be against refugees. So this perspective we focus and condemn because with the following reason, Germany as a nation has been functioning for thousands of years. And what had happened in Cologne should not be a pretext to criticize or to stigmatize refugees as criminal. No refugee is a criminal. This has to be noted as our position. And secondly, we disassociate from this very malicious gesture, which are of a nature used to discredit the refugees in general, in particular. For example, we all are refugees, we come from different nations, and our nations, we also recognize the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which all we are, our nations, we ratified and also adopted in our constitution. So therefore, this is a signal that we are not rapists, that we are refugees deemed for protection. That's why we are here. So the Cologne event, from our view, is used to discredit us so that the German public opinion will be against refugees to support the right-wing position. At the same time, they use it to make the new law we are trying to adopt as of that time, that had been yet now adopted,
to disfavor refugees and to limit the presence of refugees here. So our position as refugees organization or as a refugee and migrant organization, we are not criminals. We are normal people. We are not rapists. And we support for gender equality, men, women, girl, boy should be equally treated with respect. This is our vision, and that is what we hold till today and to present time. For you all to know that we disassociate ourselves from what had happened in Cone, and there is what we call individual case. If an individual commits a crime, he or she is subjected to the law to be prosecuted individually, not in the name of refugees. So this is a mistake. Whether it's a black man or a white man, we refugees, we don't care whether you are a black man or whether you are a white man or whether you are a red man. What we care is a female is a female. A male is a male. Then we all live together with mutual respect. And no one should exercise violence against a woman. And no one also should exercise violence against men. This is our position, ladies and gentlemen. Ich sollte noch erwähnen, das habe ich vorhin in der Einführung der Podiumsteilnehmerin vergessen, dass Salomon von einer Initiative in Sachsen-Anhalt kommt, die auch eine Art Manifest, nämlich dieses hier, ins Netz gestellt haben, um genau dieser Position Ausdruck zu verleihen nach Köln. So, Sabine. Ja, es ist ja schon einiges gesagt worden. Ich würde gern nochmal an den Ausgangspunkt zurück und nochmal befragen, warum wir, wenn ich jetzt mal ein Wir benutzen darf, selber davon sprechen, dass etwas neu oder anders ist nach Köln. Die Zeitung Die Welt am Sonntag titelte wenige Tage danach, am 10. Januar, mit der Überschrift Die Nacht, die alles veränderte. Da habe ich mich als Feministin, als Queer-Feministin, die mit diesen Fragen schon sehr lange umgeht, mich gefragt, was hat sich denn eigentlich verändert? Sexuelle Gewalt, würde ich mal sagen, ist so alt wie das Patriarchat. Rassistische Gewalt ist so alt mindestens wie der Kolonialismus. Das beides ist also nicht neu. Neu ist doch eigentlich vielleicht im Konkreten einzelne der Formen, sozusagen welche Art von sexualisierter Gewalt in Köln und anderen Städten passiert ist. Die Tatsache selbst ist leider überhaupt nicht neu, sondern sehr alt. Das heißt, neu ist nur das, wie jetzt darüber berichtet worden ist. Neu ist auch, dass wir zum ersten Mal, zumindest in der Geschichte der Bundesrepublik, eine Situation haben, dass sehr viele Frauen sich trauen, Anzeige zu erstatten, das öffentlich zu machen. Auch das müsste man sich nochmal sehr genau anschauen, warum sie das jetzt tun. Hat das was mit Rassismus zu tun, die es leichter macht, sozusagen das jetzt dann auch zur Anzeige zu bringen? Reden wir noch nicht darüber, dass die Mehrzahl der Anzeigen, die erstattet worden sind, wahrscheinlich zu nichts führen werden, weil es die Straftatbestände nicht gibt. Das ist ja schon kurz angesprochen worden. Und auch das, die Frauenbewegung thematisiert sexualisierte Gewalt seit vielen Jahrzehnten, 1976, also sozusagen vor 40 Jahren, fand das erste internationale Tribunal Gewalt gegen Frauen statt. Die erste, die, der,
die Forderung, die jetzt sozusagen auch sehr viel nochmal hervorgehoben worden ist, ein Nein ist ein Nein, ist so alt wie die neue Frauenbewegung 1977. 1977 fand in Berlin die erste sogenannte Walpurgis-Demo statt, also gegen sexuelle Gewalt. Diese Demo war damals eine Reaktion auf den Mord an einer jungen Frau in West-Berlin, die zuvor vergewaltigt worden war, und diese Demo fand unter dem Slogan "Ein Nein ist ein Nein" statt. Wir führen diese Diskussion, diese Debatte also seit 40 Jahren. Insofern würde ich sagen, neu ist, dass sich jetzt plötzlich bestimmte politische Kontexte, namentlich auch die konservativen Parteien, die sich noch bis vor wenigen Jahren oder im Grunde genommen bis zu Silvesternacht gegen eine Ausweitung des Sexualstrafrechts sehr massiv gestellt haben. Der Gesetzentwurf dazu, der Referentenentwurf, wurde über Monate im Kanzleramt von dem Kanzleramtsminister Altmaier, der für die Flüchtlingsfrage zuständig ist, blockiert. Also auch das ist was, was alles nicht neu ist. Insofern das Einzige, was ich sehe, was neu ist, ist die, wenn man so will, Indienstnahme feministischer Position für eine fremdenfeindliche Politik. Und dem müssen wir uns sehr genau entgegenstellen, und da müssen wir auch sehr genau hingucken, wie wir selbst unter Umständen daran partizipieren, diesen Indienstnamen sozusagen nicht entschieden genug entgegenzutreten. Und vielleicht noch mal kurz was zum Stichwort der Rape Culture. Das ist natürlich ein sehr catchy Slogan. Ich persönlich finde ihn nicht so ganz glücklich. Und ich glaube, dass wir Begriffe haben, die besser geeignet sind, zu erfassen, um was es hier geht. Ich denke da an Begriffe wie männliche Herrschaft, die sozusagen nochmal weiter die strukturelle Dimension dessen, worüber wir hier sprechen, in den Blick nehmen können, als in der Verengung auf Rape Culture. Es gab in der Frauenbewegung lange Diskussionen darüber, ob das Geschlechterverhältnis als ein Gewaltverhältnis, als ein sexuelles Gewaltverhältnis beschrieben werden kann. Und das finde ich problematisch sozusagen, ist, wenn es jetzt in dem Begriff der Rape Culture sozusagen darauf wieder verengt wird, weil das Herrschaftsverhältnis zwischen den Geschlechtern sozusagen viel mehr Dimensionen umfasst, vielschichtiger organisiert ist und in seinen intersektionalen Verknüpfungen mit kolonialen, mit rassistischen Strukturen, mit homophoben Strukturen sozusagen für mich im Begriff der Rape Culture sozusagen das nicht wirklich funktioniert. Der zweite Begriff, den ich gerne schon gleich in der ersten Runde in die Debatte auch einbringen will, als sozusagen Begriff, in dem wir denken können und können sollten, ist der Begriff der Dominanzkultur, wie ihn Birgit Rommelsbacher vor jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahren geprägt hat, und ein Konzept von ihr ist, ein Begriff ist, mit dem sie versucht hat, aufzuschließen, wie unsere Kultur insgesamt auf der Ebene der Interaktion, auf der Ebene der kulturellen Bilder, die wir voneinander, übereinander haben und so weiter, sozusagen in Logiken und auch Praktiken der Unter- und Überordnung agieren, denken, wahrnehmen, fühlen und handeln sozusagen. Und das ist es, was es zu überwinden gilt, und das erscheint mir im Begriff von Rape Culture zu wenig gefasst. Ach ja, genau, zum Antigenderismus sollte ich ja auch noch was sagen. Ja, alles Themen, über die man länger als einen Abend auf jeden Fall sprechen und erst recht nachdenken kann und muss. Als wir begonnen hatten, als wir die Idee hatten, dieses Buch zu machen, da stand
ja sehr im Vordergrund zum Teil, also auch Angriffe gegen die gegen Feminismus, aber vor allen Dingen sehr stark gegen eine imaginierte Balance aus Gender Mainstreaming, AktivistInnen, Geschlechterforscherinnen und, also gut, ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, sozusagen, was für merkwürdige Verquickungen da auch gemacht worden sind. In der Beschäftigung dann mit dem Phänomen und vor allen Dingen, wenn man den Blick über die nationalen Grenzen weitet, stellt man sehr schnell fest, dass wir europaweit, vielleicht sogar von weltweit will ich jetzt noch nicht sprechen, aber europaweit eben Bewegungen finden, die sich gegen geschlechtliche Vielfalt, gegen sexuelle Emanzipationsbewegungen, gegen ein Phantasma von oktroyierten Genderpolitiken, die ja in beide Richtungen sozusagen imaginiert oder fantasiert werden, nämlich zum einen soll ist die Furcht, Menschen soll ihr Gender weggenommen werden und es gibt die gegenteilige Furcht oder das gegenteilige Phantasma sozusagen, Gender soll allen oktroyiert werden, also da kann sich die, sozusagen die gegnerische Seite auch nicht so klar entscheiden. Was aber deutlich wird, wenn man sich damit beschäftigt, dass europaweit alle diese Anti-Gender-Politiken sehr stark in rechtspopulistischen, in nationalkonservativen, in protofaschistischen Bewegungen formuliert werden, dass sie überall in Europa Teil dieser Politiken und Bewegungen sind, dass sie europaweit extrem gut vernetzt sind, quer durch die Länder, aber auch quer durch die sozusagen gesellschaftlichen Hierarchien. Also wir reden hier schon auch von den europaweit von den politischen Eliten. Beatrix von Storch geht im Vatikan ein und aus und dort, ja, das mögen wir belächeln, aber dort wird sehr massiv für die gesamte Welt sexuelle Politiken und Geschlechterpolitiken nicht nur formuliert, sondern inszeniert und auch in Gang gesetzt. Und das sind Verknüpfungen und Vernetzungen, ich sage hier sicherlich nicht unbedingt was gänzlich Neues, die wir genauer in den Blick nehmen müssen und die sich jetzt zunehmend natürlich auch mit rassistischen Politiken verschränken und hier sozusagen ein dankbares Feld auch finden. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Einladung. Ich glaube, ich bin hier aus mehreren Gründen eingeladen. Einer ist aber auf jeden Fall, glaube ich, auch der, dass ich aus Köln bin und deswegen irgendwie auch als Experte für Köln gehandelt werde, der ich aber nicht bin. Trotzdem möchte ich aber nochmal über, weil da haben wir gar nicht drüber geredet, was ist eigentlich passiert. Irgendwie scheinen das ja alle zu wissen. Aber irgendwie ist es eben auch unklar, weil doch sehr viele unterschiedliche Sachen passiert sind und auf was jetzt Bezug genommen wurde, sind auch ganz unterschiedliche Dinge. Erstmal die Nacht selber, ich meine, die Domplatte oder der Bahnhofsvorplatz in Köln an Silvester war immer ein schlechter Ort, auch immer ein Ort der Gewalt, auch der sexualisierten Gewalt. Dass das jetzt nochmal so anders verhandelt wird, liegt, glaube ich, auch an der aktuellen Flüchtlingsdebatte, wie es immer so schön heißt, dass das sozusagen das nochmal so hochgebracht hat. Und dass es in dem Sinne vielleicht auch eine neue Qualität der Gewalt vielleicht tatsächlich auch darstellt, aber vielleicht eben auch nicht, sondern eben vor allem der Kontext eben ein anderer ist und dass dieser Kontext eben genau das Dilemma dann eben auch hervorruft, in dem, glaube ich, jetzt auch alle sich befinden, die darauf in irgendeiner Weise reagiert haben. Und es gab ja sehr viele und sehr unterschiedliche Reaktionen darauf, und zwar von allen Seiten. Ich meine, es wurde schon diese Türsteher-Szene, wie es immer so schön heißt, Nazi-Szene benannt, die jetzt in Köln Patrouille läuft, die Hetzjagden veranstalten auf Ausländer oder wen sie eben dafür halten. Und das ist natürlich eine Reaktion gewesen. Es gibt auch eine andere Reaktion, zum Beispiel von syrischen Männern, Flüchtlingen in Köln, die ein Flugblatt geschrieben haben und sich auch auf der Domplatte hingestellt haben und im Grunde genommen sozusagen diese Kulturalisierung der Rape Culture, wie man sie beobachten kann, eigentlich umgedreht haben und eigentlich auch so eine Kulturalisierung
von so einer Frauenrespektskultur sozusagen betrieben haben, indem sie gesagt haben, es ist eben nicht Teil ihrer syrischen Kultur, dass Frauen so behandelt werden, angegriffen werden. Im Grunde genommen so selber sozusagen kulturalistisch argumentiert haben. Was ich aber jetzt an der Stelle gar nicht kritisieren möchte, weil es klar ist, dass die mit dem Rücken an der Wand stehen und dann natürlich auch alles machen, wo sie hoffen, sozusagen dieser rassistischen Welle, die jetzt gerade losgetreten wird, irgendwie zu entkommen und den Deutschen auch nochmal zu erklären, dass sie auch Menschen sind. Also keine Kritik daran. Es gab sehr viele andere, auch sehr interessante Phänomene. Es gab verschiedene Demos, sehr schnell, auch Frauendemos, wobei eine jetzt auch, finde ich, sehr interessant war, weil sie von zwei Frauen organisiert wurden aus Köln, die dezidiert von sich sagen, dass sie bisher nicht politisch waren, sondern eher unpolitisch sind und jetzt darüber irgendwie politisiert worden sind und die das aber eigentlich jetzt mal aus einer politischen Perspektive gesehen, also sehr gut gemacht haben im Sinne, dass sie sich sehr stark vom Rassismus abgegrenzt haben, gesagt haben, wir wollen das hier nicht instrumentalisieren lassen für so eine rassistische Hetze und trotzdem hier für Frauenrechte und für eine sexuelle Autonomie von Frauen eben auf die Straße gehen. Es gibt eine Frauen-VV in Köln, das gab es schon seit mehr als 10 Jahren nicht mehr, die sich jetzt da schon mehrmals getroffen haben und die jetzt alles Mögliche da diskutiert und plant. Eine große Demo soll es geben im März. All das gab es. Was es auch gab und was ich jetzt eigentlich interessant fände für heute Abend auch, also man kann jetzt über diese rassistische Lawine reden, die jetzt losgetreten wird, die auch wirklich unglaublich ist. Ich glaube, da sind wir uns aber alle sehr schnell einig. Also es gibt jetzt eine Gesetzesänderung schon, die unter eigentlich sozusagen Umgehung von parlamentarischen Debatten einfach sozusagen, also die Debatten haben außerhalb des Parlaments stattgefunden. Nichtsdestotrotz gab es eine Gesetzesänderung, also wirklich die Aushebelung von demokratischen Grundprinzipien, die jetzt einfach so mal eben passiert. Das ist natürlich Wahnsinn und ich glaube, da sind wir uns aber alle einig. Ich glaube, wenn wir uns aber hier so als Linke versammeln, fände ich es eigentlich interessanter, tatsächlich auch nochmal an so Problematiken innerhalb von so einer linken Reaktion uns zu verständigen. Es gab sehr schnell von antirassistischen Gruppen im Grunde genommen so eine spiegelbildliche Umkehrung nach der Silvesternacht in Köln, die gesagt haben, also es hat halt überhaupt nichts damit zu tun, woher diese Leute kommen. Die einzige Spezifik daran ist, dass es eben Männer waren und dass dann sehr schnell sozusagen immer dieses Oktoberfest, also ein beliebtes eigenes Beispiel aus der eigenen deutschen, vermeintlich deutschen Kultur, dann so gebracht wird, gesagt wird, das ist ja genauso schlimm oder noch schlimmer oder ein ähnliches Phänomen, also so eine Ähnlichkeit zwischen sowas anderem dann gesagt wurde. Und gesagt wird, man darf eigentlich nicht drüber reden, was das jetzt für Leute waren, man weiß es ja irgendwie auch nicht. Und es gab aus einer feministischen Reaktion auch eigentlich so etwas Spiegelbildliches, die gesagt haben, dass der Feminismus im Grunde genommen immer auch antirassistisch aufgestellt war und im Grunde genommen da ganz klar sich eben auch immer davon distanziert. Und ich glaube, dass beides problematisch ist und ich fände es eigentlich gut, wenn wir vielleicht auch in der zweiten Runde da nochmal vielleicht auch über beide Aspekte eben stärker reden könnten. Und im Antirassismus, um jetzt mal vielleicht mit dem anzufangen, finde ich das tatsächlich das Problematische, dass im Grunde genommen so eine, also wie ich es oft erlebe in so einer antirassistischen deutschen Szene, tatsächlich so das Objekt des Begehrens, also die Geflüchteten, die Migranten, Migrantinnen, sozusagen immer in ihrer Rolle des Opfers verharren müssen und eben da drin eben auch entmündigt werden und insofern auch nicht als selbstbestimmte Subjekte vorkommen können, die eben vollständige Subjekte sind und darin natürlich auch zum Verbrechen fähig sind. Also, und das andere, was ja eben gesagt wurde, also Geflüchtete sind keine Kriminellen, sie sind natürlich trotzdem Kriminelle, weil sie kriminalisiert werden, weil es sozusagen rassistische Bedingungen gibt, die sie in subalternisierte Milieus zwingen, die sie in Männerbünde zwingen. Das gilt vor allen Dingen auch jetzt für Männer aus Nordafrika, die ja in Deutschland nur in 3 Bundesländer verteilt werden, NRW ist eins davon, und die in sozusagen Situationen gebracht werden,
wo sie sozusagen mit Männern zusammenleben müssen, in Männerwohnheimen, wo sie nicht arbeiten dürfen, wo sie sozusagen von Reichtumsströmen abgeschlossen werden, von Bildung und so weiter. Und im Grunde genommen genau diese Männerbünde eben erzeugt werden, die, wenn sie entstehen, überall auf der Welt sozusagen immer auch gefährlich sind, für Frauen sowieso, natürlich aber auch für andere Männer. Und auch darüber müsste man reden und das findet eigentlich zu wenig statt. Und vielleicht mit dem Feminismus, glaube ich, würde ich sagen, dass das eben auch so eine eine Bruchstelle war innerhalb der feministischen Geschichte, nämlich genau die Frage des Rassismus, dass es eben unklar ist, wie argumentiert wird. Und das kann man historisch sehr gut sehen, das kann man auch aktuell sehr gut sehen. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, hier eher aus so einer radikalen feministischen Perspektive hier zusammengekommen. Aber ich glaube doch, dass es mittlerweile also auch feministische Strömungen gibt, die sich sehr verallgemeinert haben, bis hin zu so staatsideologischen Momenten und die sehr, sehr eindeutig rassistisch eben argumentieren. Das wird immer mit dem Namen Alice Schwarzer sehr verbunden, aber es geht da weit darüber hinaus. Und auch das, finde ich, wird zu wenig adressiert. Und ich reite so deswegen auf diesen Kritiken rum, weil ich glaube, dass das wichtig ist für so eine Linke, um tatsächlich auch stärker auf solche Diskursverschiebungen, wie sie jetzt gerade passieren, eben reagieren zu können. Ja, Massimo, danke. Du hast damit eigentlich schon angefangen, in die zweite Fragerunde selber überzuleiten, nämlich in der es um die Frage nach Ursachen und Gründen auch gehen soll. Also was wären eigentlich aus eurer Sicht soziale, ökonomische, politische Strukturen, die dazu führen, dass wir jetzt in solchen Diskurskonstellationen auch aufeinandertreffen, von verschiedenen Anordnungen im Feld, im Gesellschaftlichen aus. Und genau, also wie würdet ihr das beschreiben aus eurer Sicht und wo werden aber auch die Auseinandersetzungen darüber eigentlich geführt? Und Massimo hat jetzt schon sozusagen innerlinke Debatten angesprochen, aber ich denke, es macht auch Sinn, nochmal darüber nachzudenken, wie kreieren eigentlich bestimmte Besprechungsräume, also einerseits Printmedien, andererseits Netz, Blog und so weiter, Verständigungsweisen, an denen gar nicht alle gleichermaßen teilnehmen. Wir haben auch da eine zerklüftete Ausgangslage, wer diskutiert mit wem worüber, mit welchem Echo und welcher Resonanz. Und das wiederum, denke ich, hat auch was mit strukturellen Gründen gesellschaftlicher Art zu tun. Willst du dazu was sagen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt dazu was sagen kann, aber ich würde eigentlich gerne auf Massimo noch mal kurz eingehen. Ich würde dir absolut zustimmen, dass wir innerfeministisch sozusagen stärker differenzieren müssen. Das tun ja viele auch schon seit einiger Zeit. Ich bin vor einigen Jahren schon in der feministischen Community auch ein Stück weit dafür angegangen worden, dass ich gesagt habe, Alice Schwarzer ist keine Feministin mehr, weil sie rassistische Positionen vertritt und damit auch gegen Frauenpolitik macht. Und dann kann das für mich kein Feminismus mehr sein. Das muss man sich sehr genau angucken. Dennoch würde ich dir an dem Punkt widersprechen, es gibt eben eine lange und ausgeprägte feministische Tradition, die sich immer schon als antirassistisch auch verstanden hat und die immer schon danach gesucht hat und das auch verstärkt sucht, zu verstehen, wie Sexismus und Rassismus zusammenhängen, wie Sexismus Rassismus braucht, wenn man so will, um sich artikulieren zu können, genauso wie umgekehrt der Rassismus Sexismus braucht, um sich artikulieren zu können. Ich glaube, genau das müssen wir uns jetzt sehr genau anschauen. Ich würde dir auch zustimmen an dem Punkt, ja, es geht jetzt nicht darum, es kann jetzt nicht darum gehen zu sagen, das auf gewissermaßen eng zu führen, zu sagen, es geht nur um Männer, sondern wir müssen uns angucken, wie sich in der Tat männliche Herrschaft und die konkreten, und da komme ich vielleicht doch zu deinem Punkt, und auch dazu hast du schon was gesagt, wie sich die konkrete ökonomische, soziale, politische, illegalisierte Situation etwa von jungen, geflohenen Männern sozusagen in spezifischen Weisen auch verdichten.
Und so nicht zu sagen, ah, die Antwort auf, wir wollen nicht, sozusagen, wir sagen nicht, dass der Sexismus sozusagen was mit dem Islam zu tun hat, sondern er hat nur was mit den Männern zu tun. Nein, wir haben Sexismus sowohl in Finnland wie in Marokko. Er stellt sich aber in Finnland und Marokko sehr unterschiedlich dar. Und das müssen wir uns sehr genau angucken und untersuchen. Aber wir müssen uns eben davor hüten, zu sagen, wir haben Sexismus nur in Marokko und nicht in Finnland oder in der Bundesrepublik sozusagen. Also da immer sozusagen die wechselseitigen Artikulationen, die jeweiligen Formationen, wie sich Sexismus mit Kultur und Religion jeweils spezifisch verknüpft. Und da können wir zum Beispiel gerade für die nordafrikanischen Kulturen und Gesellschaften ja wiederum sehr viel von Bourdieu lernen, der sich das ja genau dort angeschaut hat und gerade dort gefunden hat, ja, das Paradigma für Herrschaft überhaupt ist männliche Herrschaft. Und wie sich das jeweils kulturell, gesellschaftlich, auch ökonomisch und im sozusagen individuellen Verhältnis der Geschlechter sozusagen materialisiert. Das ist natürlich die Aufgabe, die wir jeweils neu zu leisten haben. Und die ja auch im Übrigen geleistet wird. Also ich glaube, man muss sich vor Vereinseitigungen und vor Versämtlichungen, wie im Übrigen Hedwig Sturm schon Ende des 19. Jahrhunderts ist es genannt hat, sozusagen die Verhaltensweisen eines Einzelnen auf die gesamte Gruppe hochzurechnen, davor müssen wir uns hüten. Und das gilt sowohl für sexistische Versämtlichungen wie vor rassistischen. So. Also ich als Feministin fand übrigens auch überraschend und neu, wie oft ich mich jetzt in letzter Zeit in der Situation finde, gegen Sexismen, die gegenüber Männern artikuliert werden, sozusagen Stellung zu beziehen. Sozusagen. Nicht auch da gibt es ja Formen sozusagen von Differenzverlust, die ziemlich unerträglich sind. Also für mich stellt sich halt die Schwierigkeit dar, oder ich glaube, das, was so momentan einfach noch als sehr unbefriedigend empfunden wird, und das teile ich zu 100%, ist halt einfach, dass wir auch gerade in der öffentlichen Debatte an einem Punkt sind, wo wir eben merken, gerade medial wird ja mit sehr verkürzten Bildern gearbeitet. Da können wir gar nicht so tief in die Analyse reingehen, wie es eigentlich dieses Themas bedürfte. Und das führt dann natürlich auch wiederum dazu, dass dann vielleicht auch dieses Gefühl entsteht, ja, aber dann wird ja jetzt auf der anderen Seite auch nur pauschalisiert. Also vielleicht das, was Massimo angesprochen hatte, nur das damit reinzunehmen. Ansonsten teile ich aber die Kritik auch, beziehungsweise denke auch, das ist genau das, wo wir jetzt aber eben mit Veranstaltungen wie diesen und überhaupt in der Fortführung der Debatte dafür sorgen müssen, dass wir uns tatsächlich mit einer Analyse beschäftigen und nicht nur eben auch wieder mit so oberflächlichen Bildern arbeiten. Also ich finde es zum Beispiel sehr, sehr schwierig, dass wenn jetzt in der Debatte über, nennen wir es jetzt Gescheiterte oder wie auch immer, aber Integration oder eigentlich sollten wir ja von Inklusion sprechen, geredet wird, es wird immer behandelt als, hier tut die Gesellschaft oder da wird gesellschaftlich schon alles getan, was notwendig ist, um Menschen vollkommen gleichwertig an unserer Gesellschaft partizipieren zu lassen. Das ist nicht der Fall. Also diese Verantwortung, die unserer Gesellschaft da auch nicht nachkommt, und das wird mit den geflüchteten Zahlen, die wir jetzt haben, ja nur noch umso stärker, die nehmen wir nicht wahr. Stattdessen haben wir eben ein Asylpaket 2, was ganz grundlegende Rechte wieder aushöhlt. Also nicht zuletzt haben wir da auch wieder gesehen, es geht am Ende nicht um, was Margarete angesprochen hat, es geht nicht darum, um sexualisierte Gewalt und in ihren Auswirkungen zu bekämpfen, geschweige denn sich anzugucken, welche Faktoren dazu führen, weil im Asylpaket 2, da waren unter anderem Vorschläge drin, einfach ganz wirklich sehr basic, irgendwie getrennte Toiletten und Duschräume und dass geflüchtete Kinder eben nicht, also dass die eben auch mit zertifizierten Jugendschutzkonzepten dann eben betreut werden. Das ist alles gekippt worden. Das ist tatsächlich auch gerade noch nicht groß diskutiert in der Öffentlichkeit, was ich sehr schade finde. Aber das wäre so ein Schritt in die Richtung gewesen, wo wir auch schon mal sagen können, da können wir zumindest geflüchteten Menschen auch schon mal mehr Gewaltschutz bieten. Also die Konzepte zur Gewaltprävention
Und das hat Sabine angesprochen, die sind schon lange da, die werden nur ganz konsequent nicht umgesetzt. Stattdessen wird dann eben immer wieder das benutzt, um dann eben in dem Fall die rassistische Agenda durchzudrücken. Also ich finde das sehr, sehr gruselig, aber umso wichtiger ist es, dass wir das auch immer, also um jetzt auch mal dieses Wir zu bemühen, dass wir das immer wieder sichtbar machen. Also dass im Grunde die Ideen und die Überlegungen für, wie können wir das eigentlich besser machen, wie kann überhaupt nicht nur, klar müssen wir auch über das Strafrecht reden, aber wie kann tatsächlich auch Prävention in erster Linie aussehen, das ist, finde ich, so der Fokus, wo wir uns auch damit hinbewegen sollten. Und das hat natürlich auch mit Fragen von sozialem Status zu tun, von einem Männlichkeitskonzept, was wiederum sehr stark an sozialen Status geknüpft ist und dergleichen. Das ist tatsächlich, glaube ich, der Teil, wo wir eben mit der Analyse am Ende ja hinkommen müssen. Also ich würde daran anschließend sagen, mir ist ja ehrlich gesagt persönlich, das ist jetzt super unwissenschaftlich, aber mir ist echt egal, welche Begriffe man benutzt, ob man Rape Culture oder Dominanzkultur oder männliche Herrschaft als passende Begriffe ansieht, solange man über die Sachen selbst spricht. Apropos verkürzte Themendarstellung und so, weil die natürlich an sich ziemlich wenig erklären, beziehungsweise gar nichts. Und wenn wir über strukturelle Gründe für sexualisierte Gewalt sprechen, wird es super unangenehm, weil wir feststellen, dass es sehr tief verwurzelt ist in unserer Gesellschaft. Und dann müssen wir über sowas reden, welche Stellung bei uns Männer haben, welche Stellung bei uns Frauen haben, wie sehr Frauen als Körper wahrgenommen werden, viel mehr als Männer, welches Bild wir von männlicher Sexualität haben und welches Bild wir von weiblicher Sexualität haben. Also es ist immer noch sehr verbreitet, über männliche Sexualität so zu sprechen, als gäbe es einen Trieb, der so sehr tief im Mann drin steckt und den er quasi so den ganzen Tag zurückhält und manchmal kommt es halt raus. Und Frauen im Gegensatz dazu werden eher wie was betrachtet, was man so rumkriegen muss, wo man so ein bisschen dran rumlocken muss und dann traut sich die Frau auch und so. Und das ist natürlich im Kontext von Gewalt verheerend, so über Sexualität zu sprechen. In dem Kontext muss man auch sagen, welche Bilder haben wir so von Leuten, die geflüchtet sind, als Menschen, als einzelne Menschen überhaupt? Also ich glaube, in dieser ganzen Köln-Diskussion kommt auch so die Tatsache raus, dass wir Flüchtlinge oft als so eine Masse wahrnehmen. Und dann ist sie eine Masse, wenn sie gewalttätig ist, natürlich noch bedrohlicher, als wenn wir über einzelne Menschen sprechen. Es gab jetzt sehr viele Leute schon, die über diese ganzen Metaphern gesprochen haben von Flut und Flüchtlingswelle und so. Das ist schädlich, weil wir dann nicht mehr über einzelne Menschen sprechen, sondern weil uns das dann vorkommt wie so eine Armee von, ich weiß nicht was, aber es geht nicht mehr um einzelne Menschen. Und das ist gefährlich. Und es muss auch darum gehen, welches Wissen wir über sexualisierte Gewalt haben. Es gibt so viele Leute, die nicht wissen, ab wann etwas als Vergewaltigung gilt und strafbar ist. Ich habe im Zuge zum Beispiel dieser bereits erwähnten Why I Said Nothing-Kampagne zum Beispiel von Frauen gelesen, die nicht wussten, also die oral vergewaltigt wurden und nicht wussten, ob das als Vergewaltigung zählt und deswegen das nicht angezeigt haben und auch mit niemand drüber gesprochen haben. Das finde ich ziemlich krass. Und sozusagen das Wissen darüber, ab wann ist etwas ein Übergriff und ab wann ist es strafrechtlich relevant. Und gleichzeitig gibt es, also das sind alles super hässliche Sachen, und gleichzeitig gibt es aber einen Wandel. Und in der Frage war jetzt die Frage auch nach den Öffentlichkeiten, in denen irgendwie diskutiert wird und in den verschiedenen Räumen, in denen wir über diese Sachen sprechen. Und ich würde mal behaupten, es ist so, dass Feminismus in den letzten Jahren irgendwie stärker wird im öffentlichen Raum. Feministinnen werden sichtbarer mit dem, was sie sagen und was sie im Grunde schon seit Jahrzehnten sagen, aber es wird jetzt irgendwie häufiger gehört und gedruckt und gesendet und das alles. Und das führt aber natürlich auch dazu, dass es eine massive
Menge von Leuten gibt, die sich dagegen wehren, weil es ihnen Angst macht, weil es sie verunsichert. Also ich persönlich würde so, was die Stärke von Feministinnen so betrifft, würde ich sagen, ja, die sind um mich rum den ganzen Tag, so ist total geil. Es sind überall Feministinnen, aber das stimmt natürlich nicht für den Rest der Gesellschaft. Und in echt ist es so, dass im Rest der Gesellschaft ziemlich viele Leute von super vielen sehr grundlegenden feministischen Annahmen total verunsichert werden und auch von den Begriffen, die man da benutzt. Also Begriffe wie Feminismus oder Gender, und Leute, die hören Gender und denken so, wow, krass, Biologie gilt nicht mehr. Gilt jetzt auch bald Gravitation nicht mehr oder was? So, es ist so eine sehr tiefe Verunsicherung. Und ich merke das auch in meinen Texten. Also wenn ich einen Text schreibe und bestimmte Dinge erkläre und da nicht Feminismus drinsteht, dann reagieren Leute wesentlich entspannter, wenn da nicht Gender drinsteht, wenn da nicht Patriarchat drinsteht. Patriarchat ist, glaube ich, das Schlimmste. Und Rape Culture ist auch schlimm. Aber Leute schnallen total ab, wenn sie diese Begriffe hören, weil sie denken, da kommt jetzt was Neues und das ist irgendwie gefährlich. Und dabei ist es das ja gar nicht. Es ist sozusagen schon so gedacht, dass es am Ende allen besser geht und nicht nur irgendwie den Netzfeministinnen oder so. Aber diese Verunsicherung ist natürlich was, womit man, wie man so sagt, arbeiten kann. Und das ist dann die Aufgabe, möglichst geduldig Dinge zu erklären, was manchmal super schwierig ist. Aber ich glaube, das ist zurzeit etwas, was ziemlich wichtig ist, sozusagen die Diskussionen, die für manche Leute schon super selbstverständlich geworden sind in feministischen oder linken oder antirassistischen Kreisen, jetzt sehr behutsam anderen Leuten zu erklären. Tatsächlich finde ich die Frage interessant, was du jetzt ja auch angesprochen hast, wie hängt eigentlich das zusammen, also Sexismus, Rassismus oder eben auch Race und Gender, weil ich glaube, es gilt auch für Antirassismus und auch Antisexismus, auch das sozusagen wird miteinander verquickt und ich glaube, es wird nicht auf eine Art verquickt, wie es uns in letzter Zeit die sehr populär gewordenen Intersektionalitätstheorien erklären, im Sinne von, das sind zwei verschiedene Verhältnisse, die sich irgendwie so überkreuzen und an ihren Kreuzungspunkten irgendwie miteinander verstärken, sondern dass es eben anders funktioniert. Judith Butler hat das ja schon mal Ende der 90er Jahre eben auch in ihrer Kritik am Intersektionalität formuliert, dass es eben nicht zwei Achsen sind, sondern tatsächlich Verhältnisse sind, die sich übereinander ausdrücken und die jeweils die Bedingung für das andere stellen. Also dass sozusagen das diffuse, unmarkierte Vorstellung von Gender eben die Bedingungen sind, über die sich Race und Rassismus transportieren können und eben auch genau andersrum. Afroamerikanische Feministinnen, das haben wir vor Jahrzehnten schon gesagt, in diesem Slogan All Blacks are Men and All Women are White. Also man kann das ja auf die heutigen Silvesternacht auch übersetzen, alle Muslime sind Männer und alle Frauen sind Deutsche. Und darin zeigt sich eben genau auch diese Überschneidung davon. Und es stimmt ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Frauen da eigentlich Migrationshintergrund zum Beispiel hatten in der Silvesternacht. Und ich glaube aber, dass das eben ein Problem ist. Und ich würde dir da nochmal auch nochmal widersprechen mit der Geschichte des Feminismus. Also du sagst, das sind keine Feministinnen. Ich meine, wenn man sich die Anfänge des Feminismus anguckt, Mitte des 19. Jahrhunderts, in den USA zum Beispiel, wo die Frauen dort ganz klar zusammen mit den afroamerikanischen Leuten, die noch unter Sklaverei lebten, gemeinsam gekämpft haben für Rechte, und zwar unter dem Prinzip der Gleichheit. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts umgeschaltet haben auf einen sehr rassistischen Diskurs, wo nicht mehr auf Gleichheit, sondern auf Biologie und Nativismus gesetzt wurde, wo gesagt wurde, Frauen müssen das Wahlrecht kriegen, weil sie eben weibliche Qualitäten haben, weil sie die Rasse retten müssen vor den immigrantischen Männern und vor den schwarzen Männern. Und dann sozusagen nahm die Sache Fahrt auf und so haben sie auch das Wahlrecht bekommen. Das sind Frauen, die heute in der Frauengeschichtsschreibung gefeiert werden. Aber sie sind aber auch super rassistisch gewesen. Und diese Art von sozusagen Differenzfeminismus, die sozusagen mit einer Biologie, mit was Weibchen argumentieren, das hat man eben bis heute. Und es zeigt sich aktuell, finde ich, besonders in der Kopftuchdebatte sehr stark. Also wo eben genau sozusagen über diesen Körper, auch der Muslime, über diesen weiblichen Körper, diese Frauenunterdrückungskultur der Fremden verhandelt wird und darüber sozusagen so ein deutscher oder so ein nordeuropäischer Feminismus verteidigt werden soll. Und das findet sich auch in dieser Debatte jetzt um diese Silvesternacht. Und ich glaube, dass man das eben nochmal stärker adressieren muss und dass es nicht reicht zu sagen, na, das sind aber keine Feministinnen oder so, sondern man muss das eben nochmal anders angehen tatsächlich, also offensiver angehen da drin.
Yes, I would like to elucidate something quite precise on behalf of these fundamental causes and how can these structures be implemented that will be helpful for in our society. I think racism is in connection with the nationalists. And when we talk about from African perspective, migrant perspective, refugee perspective, we are against colonial mentality and colonial heritages. And we criticize this colonial ideology that had been developed for many years. So if we engage ourselves in racism, in nationalist, think what will be the consequence to the countries of OECD nation state or the Western countries. So that's why we should know that racism and nationalism has no space in this modern world. And in connection to sexism, I think we have where we come from, you should not forget that lives in your country. Where we come from also, we respect the woman and we have our culture, equal treatment to women and everybody living there. So as we are here, we should not be an object of sexism, racism. Because if we go back to this theory, you will find out that in every nation, there is a beautiful girl. In every nation, there is a handsome man. In every nation, there is a rich man. In every nation, there is a poor man and a rich man. So everything is equal. Then the difference of this racism, the causes of this racism, economic factors. Assuming now that Africa is Japan, then we will be loved. Hey, it's Japan. Hey, they are nice. Yeah? Then this is economic factor. Therefore, we should not associate racism with sexism. We are making a big mistake. So we have to focus, see ourselves as a man mortal who is born, who will die when he becomes old, and respect equal gender. I use the word gender, though some can have some criticism on it. And also, so that everybody will live a normal life, have his opinion expressed how he wants to choose his life. Yeah? So this is where we teach on. And secondly, from the perspective of refugees here in Germany, see how women are treated in asylum camp and men. See how a married man with his woman, that woman deserves some respect as being married. But see how they are treated in asylum camps. Then this will also is an abuse to the woman. So we are all against all form of abuses on women, that they deserve some respect. A woman is not an object. And this is vice versa. So a married woman in asylum camp, he has no right to work, as he said, for some half 10 years, no right to work. They will have been isolated in isolated camps. Nobody know. The woman can have a psychological problem there. Nobody know. Children. So this also are one of the causes of some problem in a society that you all have to address that affects feminism, if we are talking about that. So we have to look also on ways to make things better in a society that people who are here, men or women, families, children, be
equally treated and also respect their human dignity. So this perspective we are focusing on, that's why we do not associate ourselves. Whatever that had happened in Cologne had nothing to do with we refugees. Rather, it's a political instrumentalization that they're trying to use to obtain something one way or the other to be against refugees. Jetzt wird es Zeit, dass ihr auch sprechen dürft. Vieles ist gesagt worden. Viele Aspekte sind auf dem Tisch, sicher nicht alle. The floor is open und es werden Mikrofone rumgegeben. Genau. Hallo, ah, jetzt. Ja, also ich bin selber Queer-Aktivistin. Ich sag mal so, wir reden hier auch viel über Männer und Frauen. Es ist auch sehr wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wenn es geflüchtete Menschen gibt. Und wir haben hier teilweise angeblich sichere Drittstaaten, wo quasi in den entsprechenden Ländern gar keine wirkliche Antidiskriminierungsrichtlinien vorhanden sind und transsexuelle Menschen, Transgender und Homosexuelle hier als solches verfolgt werden, aufgrund von Moral oder Ordnungsherstellung. Und da machen wir natürlich schon Gedanken. Und ich frage mich natürlich auch, wie geht man in Asylunterkünften mit diesem Thema um? Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, womit wir uns hier im Fall alle auseinandersetzen sollten und auch mal die Frage stellen sollten, wie können wir präventiv eingreifen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Allerdings finde ich, ist es auch ein Zeitpunkt angekommen, wo wir uns fragen sollten, wie gehen wir auch mit Transgender oder Intersexuellen um? Wie gehen wir mit Schutzräumen um? Wie kann man die Ängste und Nöte, wie kann man damit umgehen mit Menschen, die Probleme mit gewissen Dingen haben? Ja? Also das ist natürlich alles auch eine Art von Auseinandersetzung, die wir uns stellen müssen und sollten und auch in Zukunft ein Thema sein wird. Genau. Und gerade auch im Bereich Inklusion, da fällt mir sofort die Bildung ein. Wir haben das Problem selbst auch hier in Deutschland. Wir haben Lehrmaterialien oder keine Lehrmaterialien für Trans und Inter. Das gibt mir sehr zu denken. Wie wollen wir Aufklärung betreiben? Gut, wir haben Lambda und andere Organisationen, die in den Schulen was machen und wo wir sagen, also auch ich, das ist super, dass sie ja, in den Schulen gehen und für Aufklärung sorgen, aber es reicht nicht aus, weil danach der ganz normale Lehrunterricht weitergeht. Und er geht mit den Bildungsplänen weiter, wo das Ganze sehr heteronormativ geprägt ist. Und ich finde, da müssen wir natürlich auch gesellschaftlich viel machen und verändern. Und wo ich ein Problem habe, ist, dass man sehr viel vermischt und Ängste und Vorurteile immer wieder versucht zu schüren, wo gar keine sind. Und da finde ich, da haben wir sehr viel zu tun. Ja. Ilse, direkt vor dir. Ja, ich habe erstmal zwei Bemerkungen. Die eine ist auch eine Frage. Das Neue an Köln, wenn wir das so sagen wollen, ist die Delegitimierung der Bewegung der Ehrenamtlichen, finde ich mit. Das waren vorher für Teile der linken Gutmenschen, die Idioten sind und Deutschland nach vorne bringen wollen. Das gab es auch. Die Kritik fand ich ein bisschen von oben runter. Aber seitdem, denke ich, ist diese alltägliche Praxis des Unterstützens von unheimlich vielen Personen nicht mehr im Gespräch. Und das wäre schon eine Frage, wie man unsere Debatten jetzt damit wieder verbinden kann, für diese sich eröffnenden Räume von Begegnung. Das zweite ist zu Massimo Perinelli. Ich fände toll, wenn man hier eine Veranstaltung machen würde, wo man über Rassismus, Sexismus und deren Kritik durch den Feminismus reden würde. Was bisher gesagt wurde, stimmt so nicht ganz, ich sag mal kurz so. Ne? Also das Wahlrecht haben die Frauen gekriegt, weil sie den Krieg zugestimmt haben. Das ist vielleicht noch schlimmer. Aber, also ne, als muss es wirklich, denke ich, mit mehr Intensität und auch mit mehr historischer Sicht, und da gibt es nun wirklich so viele Debatten im Feminismus dazu, das wäre einfach gut, wenn man die in der Breite aufsehen würde. Ja, und jetzt meine Frage, ich wüsste sehr gerne von Sabine Haag über die Kampagne, wir machen das. Du hast ja kurz erwähnt, dass die jetzt im Anlaufen ist, und da würde ich gerne mehr über wissen. Okay. Ich würde noch ein bisschen sammeln wollen, bevor wir weitermachen. Ja. Ich sehe da in der Mitte eine Meldung, ich sehe ganz hinten eine Meldung. Und Conny.
In der Mitte, genau. Da, genau. Genau, also ich habe gestern kurz bei Anne Will noch reingeschaltet und da war Jens Spahn auch dabei und der hat also so argumentiert, dass er jetzt den Geflüchteten erstmal so keine Schuld gibt, aber das ist ja die Gesellschaft, in der sie irgendwie aufgewachsen sind und man muss sich dann schon klar machen, dass wenn diese Leute kommen, die ja von der großen Integrationsaufgabe stehen, weil die Gesellschaft an sich halt irgendwie patriarchaler und sexistischer ist. Und mich würde da einfach mal interessieren, wie ihr das, also mit diesem Argument umgeht, was ihr dazu sagt, wie man da ja auch darauf reagiert, weil ich das relativ schwer finde, da irgendwie differenziert darauf und gut auch irgendwie zu reagieren. War ganz hinten eine Meldung, da, oder sogar zwei. Aber sehr schön. Sie kommt dann dran. Yes. Bin ich gleich dran? Okay. Ja. ein Punkt zu der ganzen Strafverfolgung. Also ich finde, dass in der Linken vor allem die Forderung gestellt werden sollte, dass wir Gleichberechtigung fordern für, also vor allem gesetzt für auch Straftäter. Und ich fand es sehr problematisch, dass beispielsweise Wagenknecht äußerte, dass, ja, dass die Migranten die Gastfreundschaft oder so nicht realisieren dürfen und dann auch ansonsten abgeschoben werden sollen. Hat sie sich halt jetzt nicht so wortwörtlich gesagt, aber das war das, was impliziert wurde. Und ich finde das problematisch, weil, sexualisierte Gewalt an Frauen oder an Menschen überhaupt ist ein Problem, ist ein Verbrechen, sollte auch entsprechend so geahndet werden. Aber ich finde nicht, dass wir in die Richtung kommen sollten, zu unterscheiden, ob jemand einen Aufenthaltstitel hat oder den richtigen Pass hat, um in diesem Land quasi eine Frau vergewaltigen zu dürfen, ohne abgeschoben werden zu müssen. Und ich finde das dass wirklich ein Problem ist, dass für migrantische Männer oder überhaupt Migranten das Damoklesschwert der Abschiebung in teilweise Länder, die also wie Syrien gleichbedeutend auch mit einer Todesstrafe eigentlich zu sehen sind, dass das immer wieder angeführt wird und fand es auch sehr problematisch, dass das auch von der linken Seite, also dass zumindest in dieser Richtung argumentiert wurde. Und ja, ich finde, also wenn Verbrechen, dann sollen sie auch gleich behandelt werden, egal ob jemand die richtigen Dokumente hat oder nicht. Letzter Punkt zur Frage Integration. Oft ist es doch so, dass heutzutage von Integration zwar gesprochen wird, aber eigentlich Assimilation gemeint ist. Und dass die damit verbundene Debatte auch in so eine komische Richtung geht, wo plötzlich gesagt wird, ja, die abendländliche Kultur, das ist das, was alle Menschen irgendwie hochwertig machen. Und wenn man integriert sein will, dann muss man halt auch ja, seine ganze Geschichte, Kultur, alles ablegen, ja, das Abendland predigen und dann ist man erst integriert. Und dabei geht es doch eigentlich immer nur um Assimilation. Und ich finde, dass schon allein auf dieser Ebene ja, Integration nicht funktioniert, wenn man von Menschen erwartet, dass sie ihre eigene Identität ablegen sollen. Ja, meine Frage geht eigentlich, oder mein Kommentar geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Also das hier gibt, wenn man eben Interdisziplinarität also verstehen will, dann finde ich es total problematisch, wenn wir hier diesen Fokus so auf härtere Strafen für Sexualstraftäter legen, weil wir uns eben damit die feministische Bewegung so als Alliierte eines Rechtssystems werden, das halt ganz überproportional und systematisch Gruppen, also People of Color, integrierte Gruppen, queere, gender non-conforming Personen, trans- und intersex Personen kriminalisiert und diskriminiert und es
Ja, und uns daher jetzt ja, Gruppen eben in der feministischen Bewegung marginalisieren und die also Feminismus halt immer mehr deswegen für privilegierte und weiße Menschen ja, abgrenzen. Und ja, deswegen fand ich es ein bisschen problematisch, dass da so der Fokus darauf gelegt wurde heute Abend. Gut, Conny. So, also ich muss nochmal. Stopp. Jetzt ist Conny dran, die wartet schon ganz lange. Was mir gerade so einfällt zu dem Thema, also religiöse Hintergründe und Abendland. Also ich erinnere mich, dass in den letzten Jahren Hunderttausende die katholische Kirche verlassen haben vor dem Hintergrund des Missbrauchs. Also und da geht es ja um sogenannte christliche Werte, die dort mächtig missbraucht worden sind. Was ich aber denke, ungeachtet dessen, ist natürlich die Frage, für jede und für jeden, egal welcher Hautfarbe und welchen Status, die Rechtsstaatlichkeit und der Verlass auf die Rechtsstaatlichkeit einfach gewährleistet werden muss. Weil man kann Demokratie natürlich ohne Rechtsstaatlichkeit nicht durchsetzen. Wir sehen Entwicklungen, die bedrohlich sind in Polen, wir sehen sie in Ungarn. Insofern wissen wir, dass diese Rechtsstaatlichkeit auch in Deutschland als Ausdruck auch politischer, juristischer Kräfteverhältnisse immer wieder neu diskutiert werden muss. Und ich bin deshalb froh, dass du mir den Hinweis gegeben hast, dass es hier anhand der Flüchtlingsfrage eine Aushebelung von Recht gibt, eine Aushebelung von sozialen Standards gibt. Und ich finde, wir müssen das eigentlich noch viel stärker betonen. Eine Frage habe ich, weil sie mich bewegt, wenn ich mir die Medienlandschaft zunehmend ansehe, insbesondere die Fernsehmedien. Diese Engführung der wirklich komplizierten Probleme von Flüchtlingen, der Unterbringung von Flüchtlingen, der Gestaltung von Gesellschaft. Wie kriegt man jetzt, gerade ihr beiden, Anne und Margrethe, wie kriegt man diese Engführung wieder aufgebrochen, weil ja so getan wird, als ob tatsächlich also der größte Teil der Flüchtlinge, die zu uns kommen, kriminell sind und demnächst abgeschoben werden können. Bei der Gelegenheit werden alle anderen Probleme von Integration in die Gesellschaft einfach an den Rand ins nicht mehr Wahrnehmbare verschoben. Meine Frage an dieser Stelle ist dann auch, ist Köln neu oder nicht? Ist es tatsächlich die Fortsetzung von dem, was wir all die Jahre schon erlebt haben? Oder ist es nicht auch eine Bedrohung unserer öffentlichen Räume, einer pluralen, offenen Gesellschaft, die bei der Gelegenheit auch in Frage gestellt wird? Muss man auch diesen Raum als öffentlichen Raum nicht verteidigen oder ist es künftig der bedrohte Raum oder gar der bedrohende Raum? Und die dritte Frage geht an Salomon. Welche Möglichkeiten seht ihr? Du sagtest, ihr seid keine Objekte. Ich finde den Satz verdammt wichtig. Und man muss auch gerade unter den Helfern aufpassen, dass man euch nicht zu Objekten macht. Wo sind die Möglichkeiten der Selbstorganisation für euch? Stopp. Nee, wir sammeln noch. Es gab noch da hinten eine Meldung. Ich quotiere so ein bisschen. Wer noch nicht gesprochen hat, hat Vorrang. Du, ne? Ja? Mikro? Hinter der Säule. Hallo, ich habe eigentlich nur eine kurze Frage an die Anfangsrednerin. Und zwar wurde gesagt, dass euch am Anfang nach Köln unterstellt wurde, dass ihr euch nicht äußern wollt, weil es vielleicht auch Flüchtlinge sein könnten. Könnt ihr ganz konkret vielleicht noch mal sagen, von wem das unterstellt wurde? Okay. So. Habe ich jetzt noch eine Meldung übersehen im Moment? Okay, sonst würde ich jetzt zurückgeben ans Podium. Und wer will? Ihr seid alle irgendwie angesprochen worden nach und nach. Einer nehme das Wort. Oder ein nehme. Willst du? Ja, super. To the question of that was asked on object, using refugees as an object. Yeah, we represent the interests of refugees and migrants. And based on this fact, we are highly convinced that refugees should not be used as an object of repression or as an object of criminalization, because there is
a unilateral convention on refugees, which my country signed, your country signed. In my country, there is refugees. I cannot be a refugee in my country. Everybody share the burden. And because of that, we are highly critical on anyone or any nation or state that are using the name of refugee trying to kill us instead of to protect us according to the international law. That's why I use the word object. We are not object. We are not your object. We are human beings like you. There is rules and regulation to protect us. That's why we position ourselves to this position. If there is a criminal, as I stated earlier, they have to be individually judged, not to mix everybody as criminal. We are not criminal in our nation state. In our home country, we don't know what is criminal. We are intellectual politicians who are disadvantaged, and we fled out of our country. That's why we are here. Some of them, of us, we are here. We are here because there is war in Syria. There is war in Yemen. There is war everywhere. There is war. People have to survive. And you have to think about yourself. What are the causes of the war? If there is no war, maybe 1 million Syrian people will not be here today. They are not here 2,000. So this is a question to go and think and analyze yourself. Das ist auch nochmal, das ist jetzt auch irgendwie nicht genug angesprochen worden, finde ich. Es gab tatsächlich, finde ich, auch für mich das Schockierende jetzt an dieser Silvesternacht, tatsächlich auch eine Art von Gewalt, die mir so auch nicht bekannt war, nämlich tatsächlich so einen öffentlichen, im öffentlichen Raum einen Angriff auf Frauen, um die da so rauszudrängen tatsächlich, um sie da offen anzugreifen. Und diese Offenheit ist, glaube ich, was sehr viele tatsächlich auch nochmal schockiert hat. Und ich meine, viele Zeitungen haben dann sofort geschrieben, er ist ja wie auf dem Tahrirplatz in Kairo, wo dann auch politisch aktive Frauen da genau auf so eine ähnliche Art eben auch angegriffen worden, auf eine sexualisierte, gewalttätige Art, um sie aus diesem politischen öffentlichen Raum eben zu drängen. Und da kann man auch, finde ich, auch drüber reden. Und ich finde, die Konsequenz wäre das, was auch die Charlotte Wiedemann in der Taz-Kolumne geschrieben hat, was sie sehr gut fand, eigentlich, dass es eben darum geht, tatsächlich neue, also einen Feminismus der Einwanderungskultur zu schaffen, darin neue Allianzen zu suchen, gerade auch mit Frauen in diesen Ländern, aber auch Frauen hier in diesem Land zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, sozusagen darin eben sich dann eben nochmal neu aufzustellen. Aber ich finde schon, dass das eben auch was Neues war. Nicht was Neues, weil deutsche Männer weniger sexistisch sind oder weniger die Fantasie haben, sowas auch machen zu können, sondern tatsächlich, weil es hier einfach Jahrzehnte feministischer Kämpfe gab, die tatsächlich ein Machtverhältnis real auch verschoben haben, dass bestimmte Dinge so nicht so einfach durchgehen zumindest. Und dieser Aufschrei, den es danach gab und also wirklich das einzig Positive jetzt an dieser Kölner Nacht war ja tatsächlich, dass jetzt wirklich über 500 Frauen sich getraut haben, eine Anzeige zu erstatten. Das ist ja eine Dimension und es wird ja auch gehört und es wird ja auch verhandelt und jetzt eben auch versucht zu übersetzen in Rechte. Und ich glaube, das wäre dann auch die Forderung, die man jetzt daraus stellen könnte, auch im Sinne von Prävention, natürlich die Rechte der Frauen zu stärken, was ja seit vielen Jahrzehnten gefordert wird, die sexuelle Autonomie der Frauen zu stärken, aber auch die Rechte der Migranten und Migrantinnen eben zu stärken. Das ist das, was ich vorhin in meinem ersten Beitrag versucht habe, also anzusprechen. Also natürlich ist es so, dass subalternisierte Leute, die in Armut gezwungen werden, machen Umverteilungsaktionen, die gehen klauen. Das ist total logisch, das ist immer so. Leute, die irgendwie nicht dezentral wohnen können, die nicht das Recht dazu haben, wohnen zu können, wie sie wollen, arbeiten gehen zu können, wo sie wollen, die in Männerbünde gezwungen werden, die nicht arbeiten dürfen, in Armut gezwungen werden, das schafft genau diese Probleme. Und wenn man diese Probleme loswerden will, muss man diese Leute mit Rechten ausstatten. Recht auf individuelle Faltung, Bildung, Arbeit, Reichtum. Und wenn man jetzt schon mal jetzt vielleicht mit der CDU, die ich ja selten zitiere, aber dann doch vielleicht nochmal der alte Slogan der CDU, Familie wählen, dann eben auch den Familiennachzug jetzt also zu fordern.
Und genau das Gegenteil passiert. Der Familiennachzug wird es erschwert, Residenzpflicht wird wieder eingeführt oder verschärft. Also dann könnte man ja sagen, nee, Familie wählen und dann Familiennachzug, wenn es dann hilft. Also so. Und das andere jetzt nochmal mit dem Gastrecht, da würde ich auch doch nochmal einen Satz zu sagen. Also es ist ja eine alte, glaube ich, sozusagen sozialdemokratische Fantasie dieses nationalsozialen Staates, dass es irgendwie die Leute, die Staatsbürgerrechte besitzen, irgendwie ein Privateigentum haben am nationalen Reichtum. Und die sozialdemokratische Fantasie ist dann, dass man den unter sich aufteilen kann, besser gerechter verteilen kann, aber in dem Rahmen des Nationalen eben und darin eben sozial. Und ich glaube, und so kommt man auch auf die Idee, dass Leute, die kommen, zu sagen, ja, die haben aber nur Gastrecht und eben kein richtiges Recht, weil das richtige Recht haben nur die, die sozusagen Staatsbürger sind. Und ich glaube tatsächlich, auch darin liegt eine Chance, in dieser aktuellen neuen Flüchtlings-Immigrations-Bewegungen, die jetzt gerade passieren, dass diese Leute wirklich auch eine Message haben, nämlich zu sagen, dass diese Vorstellung an nationalen Grenzen zu denken tatsächlich hier gerade zur Geschichte gelegt wird und es sich jetzt neue auch Möglichkeiten ergeben, das nochmal anders zu denken, soziale Gerechtigkeit jenseits sozusagen des Nationalen eben zu denken. Und dann darin natürlich auch solche komischen Fantasien von Gastrecht haben natürlich dann da drin keinen Platz, sondern dann geht es tatsächlich um Rechte, dass Leute dort Rechte haben, wo sie eben sich befinden. Also zu den Leuten, die das vorgeworfen haben, da unter anderem einen Herr Jens Spahn oder eine Birgit Kelle, um mal so die Ecke zu verdeutlichen, also von wegen, wir würden das nicht schlimm finden oder anders bewerten, wenn es von Männern mit Migrationshintergrund ausgeht. Das waren zumindest die Leute, die das auch mit so als die ersten deutlich gemacht haben. Dann war aber auch noch, wer war das, der Polizeigewerkschaftschef von NRW, der dann auch meinte, es gebe keinen Aufschrei dazu. Und das war halt zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich nur Artikel zu dem Thema gesehen habe und Menschen, die ihre Solidarität mit den Betroffenen aussprechen und klar fordern, dass das alles aufgeklärt wird. Also da sehen wir auch wieder ganz gut, hat jetzt mit der Frage nichts zu tun, aber es finde ich sehr, sehr gruselig in der Debatte auch, wie dieses Narrativ von Redeverboten und wir würden ja gar nicht das thematisieren und man darf ja nichts mehr, sehr, sehr stark ist tatsächlich und wo ich finde auch von linker Seite unnötigerweise aufgegriffen wird. Also am Ende, wir machen gerade eigentlich fast nichts anderes, als über den Migrationshintergrund dieser Männer zu reden und über Kulturkreise etc. pp. Also da dann von einem Redeverbot zu reden oder gerade von Schweigekartellen, was weiß ich nicht alles, finde ich sehr gefährlich, sich auf diese Narrative einzulassen. Zu der Frage mit der Engführung der Flüchtlings- oder der Geflüchteten-Debatte und dem Thema sexualisierte Gewalt, wie wir das sozusagen wieder versuchen aufzudröseln, war ja so ein bisschen die Frage. Also das habe ich ja von Anfang an jetzt in den Gesprächen dazu versucht, immer wieder klar zu machen, wenn wir darüber reden, gerne, wir müssen über sexualisierte Gewalt reden, aber dann als gesamtgesellschaftliches Problem, das eben nicht nur von einer Gruppe Menschen ausgeht und vor allem nicht nur eine Gruppe Menschen und ihren Hintergrund als Auslöser für diese Probleme betrachtet. Also Sabine hat das so schön formuliert, Sexismus äußert sich in unserer Gesellschaft oder in unserem Land anders als jetzt zum Beispiel in Marokko, aber das Grundproblem, das Kernproblem ist dasselbe. Und wenn wir uns dessen annehmen, dann dürfen wir im Sinne von hier geboren nicht davon ausnehmen, uns genauso an die eigene Nase zu fassen und gucken, wo wir da noch Probleme haben. Also wenn wir eben jetzt davon reden, dass zum Beispiel in Integrationskursen das auch Bestandteil sein soll, dann ja, klar, aber dann müssen wir auch genauso gucken, wie kann das in ja, schon im Kindergarten geschlechtersensible Pädagogik Teil dessen sein, wo wir dann eben darüber reden, wie ein menschliches Miteinander respektvoll und auf Augenhöhe funktioniert, was eben auch gegenseitige Grenzen respektiert und wo eben auch schon Kinder lernen, überhaupt diese Grenzen erstmal zu formulieren. Also ich glaube, das ist auch noch ein ganz großes Problem, dass viele Leute eben immer noch alles, was mit einem Miteinander zu tun hat, also wenn wir jetzt wirklich von einem sexuellen Kontext ausgehen, immer noch so getan wird, als könnten wir dann plötzlich Gedanken lesen. Dabei haben viele von uns noch nicht mal die ausreichende Sprache, um dann tatsächlich das
zu artikulieren, was okay ist und was nicht, was dann eben im Zweifelsfall allen eben das besagte Nein eben auch ist, wobei ich ja große Verfechterin davon bin, dass wir eine Kultur haben, in der eben Ja heißt Ja, das das Motto ist. Aber um wieder zurückzukommen auf die Frage, also das ist sozusagen das, wie ich das immer wieder versuche, also klarzumachen, wenn wir das, was in Köln passiert ist, in einen größeren Kontext einordnen, und das müssen wir, wenn wir von sexualisierter Gewalt sprechen, dann ist das nicht eine Ablenkung oder eine Nivellierung dessen, was dort passiert ist, sondern eben genau das, wie wir dieses komplexe Thema uns am Ende angucken müssen. Und das betrifft eben weiße Deutsche, die hier geboren sind, genauso wie Menschen, die als Geflüchtete hierher kommen. Ja. Ja, ich wollte zu vier Punkten auch was sagen. Erster Punkt zu der ersten Frage mit Inter- und Transsexualität und Transgender und so. Ja, wichtiger Punkt. Also wir müssen, wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, auch über spezifische Formen von Gewalt sprechen, die Leute erfahren, die transgender oder transsexuell oder intersexuell sind. Im Moment halte ich die Diskussion darüber, also es gibt einen massiven Diskussionsbedarf. Jeder Erdnussallergiker wird irgendwie besser behandelt als intersexuelle Menschen im Moment. Also auf jedem Snickers ist irgendwie ein Hinweis darauf, dass da Nüsse drin sind. Aber wenn es irgendwie um Unisex-Toiletten in irgendwelchen Behörden geht, dann drehen Leute ab und denken irgendwie, die Welt geht unter oder was. Also wichtiger Punkt. Nächster Punkt, Jens Spahn. Ja, zu Jens Spahn kann man super viel sagen, aber diese Frage, ich glaube, die Frage war, wie reagiert man, wenn Leute sagen, ja, diese Täter kommen aus einer Gesellschaft, in der Sexismus und so, und das ist deren Kultur, ist jetzt nicht deren Schuld, aber die sind halt da alle so ein bisschen gestört oder so. Ja, das kann man machen als Argument. Das Problem ist, dass es halt überhaupt nicht funktioniert. Also es ist ja so, dass wenn man in Deutschland alle Leute sofort rausschmeißen würde, die irgendeine Art von Migrationshintergrund haben, es immer noch Vergewaltigung gäbe. Und es gäbe immer noch Missbrauch und es gäbe Übergriffe und es gäbe Belästigung und Beleidigung, den ganzen Kram. Das heißt, auch bei uns scheint es Gründe dafür zu geben. Und ich bin ein Fan von erstmal vor der eigenen Tür kehren, was solche Sachen betrifft, weil man halt sehr schnell ablenkt, indem man anfängt, über andere Kulturen zu sprechen. Man muss auch über andere Kulturen sprechen. Aber es ist sozusagen, das ist auch, was ich vorhin so gesagt habe, ein Teil von Rape Culture ist irgendwie, sexualisierte Gewalt als Einzelfall darzustellen und immer so Einzelgründe zu suchen. Und wenn man das bei deutschen Tätern macht, so ja, Alkohol, ja, hier irgendwie konnte sich nicht zusammenreißen und so, und aber bei ausländischen Tätern sagt, ja, deren Land ist so, das ist ein Problem. Okay, nächster Punkt, Medienkram, Medien machen Sachen mit Flüchtlingen. Also, es gibt zum Beispiel die bereits angesprochene Wir machen das Kampagne, die sich bemüht, ich bin auch Teil der Erstunterzeichner oder wie man das nennt, davon, und das Geile daran ist, die bemühen sich, positive Aspekte hervorzuheben von diesem ganzen Wir schaffen das Ding. Das tut ja irgendwie immer so, als wenn, also man fängt dann jetzt an oder so, aber es läuft ja die ganze Zeit schon, die Leute sind ja schon da. Und es gibt unglaublich viele Leute, die ihren Arsch aufreißen und die sich totarbeiten in freiwilligem Engagement, und die Wir machen das Kampagne, Wir machen das Punkt jetzt im Internet, versucht solche kleinen Projekte, auch große Projekte, sichtbar zu machen, weil die natürlich oft untergehen, wenn man die ganze Zeit nur drüber redet, wie werden wir die Leute alle wieder los. So, das ist eine gute Sache. Und ja, auch noch zu diesen Leuten, wer hat euch unterstellt, dass ihr euch nicht äußert und so. Genau, das waren jetzt an sozusagen prominente, sich äußernden Menschen so die entsprechende Kelle und Spanecke. Aber ich habe zum Beispiel auch
sehr schnell nach Köln einen ganzen Haufen Leserbriefe bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, Frau Stokowski, Sie haben noch nicht über Köln geschrieben und so. Das lag auch daran, dass ich mit meiner Kolumne immer donnerstags dran bin und einfach das, also es ist dann einfach immer eine Woche dazwischen, egal was ich mache, ist mir eh schon genug. Und also das unter anderem deswegen hatte ich noch nicht drüber geschrieben, aber ich kannte diesen Move sozusagen schon, dass Leute mir zum Beispiel so Links schicken zur Jungen Freiheit oder so und dann so, ja, Asylant hat irgendwie Mädchen aufgegessen oder so, warum schreiben sie nicht darüber, so ist doch Gewalt gegen Frauen. Und also es ist sozusagen, ich habe das noch nie als meine Aufgabe gesehen, mich publizistisch zu Einzelfällen zu äußern. Nun war Köln ist sozusagen explodiert als Debatte und natürlich habe ich dann drüber geschrieben, aber das ist so ein häufiger, Art von Leserbriefen, die ich kriege, dass Leute mir so einzelne Fälle schicken und sagen, Sie als Feministin müssen sich jetzt dazu äußern, warum ist dieser Fall passiert und was können wir dagegen tun? Und das sind dann häufig halt so super eklige Links zu rechten Seiten. Und das ist nach Köln massiv passiert. So. Aber ich würde gerne auch nochmal auf die erste Meldung eingehen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht nur die Verflechtung von Rassismus und Sexismus in den Blick nehmen, sondern natürlich auch Homophobie, heteronormative Gewalt und Transphobie. Und da gibt es natürlich viele Ansatzpunkte, die wir jetzt auch wirklich stark machen müssen. Genau, das Stichwort ist auch schon gefallen, sichere Herkunftsländer. Das sehr genau zu differenzieren, was heißt denn sicher für wen? Auch das ist natürlich in großen Teilen erstmal auch ein medialer und politisch geschürter Popanz. Sehr wenige werden trotzdem nur abgeschoben werden können, sozusagen, auch in die, also in die Länder, die jetzt als sicher gelten. Nehmen wir mal den Westbalkan aus. Aber diese Verflechtungen immer wieder auch sofort zu thematisieren. Ein anderes Stichwort, Familiennachzug. Schlimm genug, dass er ausgesetzt worden ist, sozusagen. Aber auch darin nochmal zu thematisieren, wessen Familien zählen denn hier überhaupt? Wer hat, wenn es denn das Recht wenigstens noch gäbe, dann auch das Recht, seine Familien nachzuholen, zu claimen, sozusagen, das ist meine Familie, ungeachtet der biologischen Verwandtschaftsverhältnisse, ungeachtet der rechtlichen Dokumentation, die ja schon für auch heterosexuell familiär gebundene Menschen manchmal schwierig ist, erst recht für nicht heterosexuelle Lebensgemeinschaften, gerade über die Länder, über die wir sprechen sozusagen. Also da gibt es viele Agenten, glaube ich, die wir beständig thematisieren können und vor allen Dingen müssen und wo wir vielleicht auch wirklich noch besser werden müssen, die Verflechtungen immer im Blick zu haben und das dann auch entsprechend aufzurufen, weil viele Themen werden nicht thematisiert, wenn wir, wenn ich jetzt noch einmal ein Wir benutzen darf und diesen Raum sozusagen darin eingemeinde, wenn wir es nicht selber tun. Ich will aber auch noch auf die Frage jetzt, Margarete ist schon darauf eingegangen, noch mal kurz was zu Wir machen das sagen und das würde ja vielleicht dann auch schon in die letzte Runde überleiten. Wir machen das, versteht sich explizit als ein Bündnis von Einheimischen und Neuangekommenen. Das fängt bei Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel nicht von Flüchtlingen zu sprechen, was jetzt auch hier am Abend schon ein paar Mal passiert ist, sondern von Neuangekommenen beispielsweise. Es geht in dem Bündnis neben konkreten Aktivitäten wie einer Rechtsberatung im Moment noch nur in den Berliner Notunterkünften, die wir sozusagen privat finanzieren, mit privaten Spendengeldern, aber wo es genau darum geht, die Situation der Entrechtung, der Kriminalisierung, die die Neuankommenden hier sozusagen erleben, natürlich auch die extreme Desinformation, der sie ausgesetzt sind, der sozusagen zumindest partiell entgegenzusetzen, zu wirken. Aber im
Kern sozusagen, die Philosophie, um die es im Grunde genommen geht, kann man mit Begriffen fassen, dass es darum geht, eine neue Kultur des Teilens zu entwickeln. Und auch das ist, glaube ich, heute Abend schon mal kurz irgendwie gesagt worden. Wir müssen unsere Demokratie eigentlich neu erfinden. Aus dem Publikum sagte vorhin jemand, Demokratie durchsetzen. Da werde ich ein bisschen skeptisch, weil ich glaube nicht, dass man Demokratie durchsetzen kann. Wir können Demokratie leben, wir können Demokratie gestalten mit Partizipation und auch nicht mit Integration. Auch das ist, finde ich, ein wichtiger Unterschied. Dazu gehören erstmal gleiche Rechte. Und dazu gehört auch ein Verlernen, wenn ich nochmal den Begriff von Birgit Rommelsbacher benutzen darf, ein Verlernen von Dominanzkultur. Das sind sozusagen die Ideen, die wir mit Wir machen das verbinden. Man kann sich das angucken im Internet, wir machen das Punkt jetzt. Ist die Plattform, auf der diese Aktivitäten vernetzt werden. Eine Plattform, die sozusagen im Moment drei Rubriken hat, die heißen Machen, Debattieren, Erzählen. Immer geht es darum, dass Einheimische, sogenannte Einheimische und neu Hinzukommende gemeinsam etwas tun. Und ja, wir hoffen, dass es größer wird, als es jetzt schon ist. Und an dieser sozusagen Kultur des Teilens, des, wie Judith Butler das theoretisch mal genannt hat, wenn es darum geht, einen antiimperialistischen Egalitarismus zu erfinden, dann ist das vielleicht das langfristige Ziel, um das es in diesem Bündnis geht. Ich, war das eine Meldung? Es gab da vorhin von auch noch eine. Dann würden wir die zwei noch nehmen und dann in so einen Move gehen, was kann man tun, was können wir ändern? Sabine hat das eigentlich schon eröffnet. Vielleicht könnt ihr bei euren Fragen oder Inputs darauf auch gleich schon, wenn es passt, Bezug nehmen. Also erstens wollte ich was dazu sagen, dass, wie Solomon schon sehr deutlich gemacht hat, die ganze Debatte, die wir hier in Deutschland momentan führen, dreht sich gegen Menschengleichheit und gegen Menschenrechte. Und ich finde eigentlich, wir sollten eine komplett andere Debatte führen, wie wir eigentlich damit als Menschheit umgehen. Was kann man hier machen? Allerdings ist es mit der Rechtsradikalisierung in Europa ziemlich schwer geworden, überhaupt über sowas nachzudenken. Ich finde es deswegen so wichtig, dass wir uns hier heute treffen, was dagegen unternehmen, dass man diesen Begriff von Menschheit eben über die Nationalgrenzen zieht. Was mir eigentlich auch dabei sehr oft auffällt, ist, wie die eigentlich schwächsten Flüchtlinge eigentlich gezielt werden. Ich habe vorgestern eigentlich mitbekommen, auch, dass mittlerweile über 10.000 Kinder verschwunden sind auf dem Weg nach Europa. Man sollte sich eigentlich fragen, was kann man über die Menschenrechte von den Frauen und Kindern, die ankommen, machen? Und warum ist das eigentlich auch nicht Teil dieser Debatte von Frauenrechte und Rassismus und Flüchtlingspolitik? Das sind eben auch Frauen, die von dieser Feindlichkeit, die hier, die hier finden, sehr betroffen sind. Dazu auch der Kriminalität von diesen sicheren Drittländern, wie zum Beispiel die westlichen Balkanländer, wo es also mittlerweile sehr gereizte Situation ist, wo die schon in Europa weit tätigen Kriminalorganisationen sich statt mit Waffen, Drogenhandel, eben mit dem Menschenhandel von Leuten, die eigentlich auf der Flucht nach einem besseren Leben sind. Ich weiß nicht eben, was man dagegen machen kann. Es ist einfach eine fürchterliche Situation, die man
erstens als so betrachten muss und genauso schildern muss, eben als ein Menschenkrise. Es ist nichts anderes als eine Menschenkrise. Wir müssen halt diesen größeren Zusammenhang weiter ausprägen. Dankeschön. Ja? Ah, super. Hallo, zunächst vielen Dank für die Veranstaltung erstmal und vor allen Dingen auch vielen Dank an Frau Stokowski und Frau Wiezorek und an Frau Haag, nämlich was Margrethe Stokowski gerade gesagt hatte, dass immer wieder beharrliche, unwahrscheinlich ruhige Reden mit Menschen, die scheinbar nicht so sehr zugänglich sind, haben Sie zumindest in meiner Wahrnehmung unwahrscheinlich toll gemacht und das ist also mit wirklich manchmal was für eine stoischen Ruhe, das ist unwahrscheinlich wichtig, bitte weitermachen, also vielen Dank dafür auf jeden Fall und da möchte ich aber eigentlich auch nämlich dran anschließen, weil ich das Problem habe, mich relativ machtlos zu fühlen teilweise, wenn ich sagen wir mal Kommentare lese und ich meine jetzt nicht eben Junge Freiheit oder Welt oder Bunte oder so ein Käseblatt, sondern vermeintlich seriöse Blätter und man dort einfach in den Kommentaren schaut, was da los ist und ich mir manchmal nicht weiß, was zu tun ist. Also eben auch jetzt als Aufhänger sozusagen an den nächsten Blog, wie kann man da was machen, auch im Sinne von Sascha Lobo, der meinte im weitesten Sinne, das Internet bitte nicht irgendwelchen Mob preisgeben, so weitermachen, aber angesichts der großen Welle, die da manchmal so schwappt, was kann man tun? Also ich kann irgendwie nicht hingehen und jedes Mal drunter schreiben, okay, das geht gar nicht, weil wirklich, wenn man sinnvoll mal argumentieren möchte, ist unwahrscheinlich Zeit, viel Kraft und so braucht, wenn man es nicht professionell macht sozusagen. Ja, es ist eine relativ naive Frage, die mich aber tatsächlich beschäftigt seit mehreren Monaten und vielleicht gibt es ja einen Hinweis, würde mich sehr freuen. Danke. Ja, hallo. Ich habe eine Anmerkung zu dieser Verschränkung von Rassismus und Sexismus. Ich finde das spannend und richtig und vermisse aber so ein bisschen den ökonomischen Blickwinkel, den Salomon als einziger angesprochen hat. Und ich finde eigentlich, dass die Diskussion in der Linken da schon mal weiter war. Es gab schon Ende der 80er und Anfang der 90er ja diese Diskussion. Freiheit ist unteilbar. Und ich will das jetzt gar nicht alles... ich finde das ja richtig zum großen Teil, aber der Punkt fehlt mir so ein bisschen. Es gibt auch in der Frauenbewegung diese Diskussion um Verschränkung von mit ökonomischen Machtverhältnissen. Also zum Beispiel Kritik an feministischen oder an Frauen, die es ökonomisch irgendwie geschafft haben und Hausangestellte haben und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch ganz viele Ansatzpunkte als Anregung. Ja, also bei mir geht es quasi nochmal um den LGBTQ-Bereich. Also erstmal danke dafür. Und im Endeffekt war es bei mir so, weil das jetzt alles so mit Jungen und Mädchen und Männern und Frauen kam, dass das andere irgendwie gefehlt hat. Das war auch echt, Entschuldigung, irgendwie ein bisschen der Auslöser. Ich habe dann eigentlich quasi auch gerade an die Situation gedacht mit einer Transsexuellen, die halt auch quasi vor der Abschiebung steht. Die steht sogar jetzt vor Abschiebung, aber sie heiratet jetzt demnächst. Also insofern, naja, okay, scheint eine Lösung da zu sein. Aber trotzdem, was ich sehr schlimm finde, ist zum Beispiel, dass in den Unterkünften eigentlich nur noch eine Basis funktioniert, also wo quasi präventiv nichts gemacht wird und gerade wenn es darum geht, dass so Grundwertesysteme da sind, dass Menschen ausgeschlossen werden, ja, und dass sie dann einfach abgeschoben werden, weil oftmals gerade die Begründung, wenn es gerade um LGBTQ-Bereiche geht,
gar nicht das so ankommt, ja, als Abschiebegrund in Klammern, so von wegen, ja, das wird dann gar nicht thematisiert, dass eigentlich wirklich der LGBTIQ-Bereich wirklich genau der Hintergrund ist, warum sie geflohen sind, sondern es wird dann irgendwie anders ausgelegt und dann werden sie abgeschoben und das geht natürlich nicht. Das finde ich ist natürlich sehr wichtig hier auch aufzugreifen. Was ich auch sagen möchte, ist mir sehr, sehr wichtig, was ich auch festgestellt habe, ist, dass wir oft immer das Problem haben, dass die Mehrheit die Minderheit bestimmt. Und das ist natürlich eine Grundsatzgeschichte. Und ich habe auch gemerkt, dass gerade weil Frauen oft das Problem haben, dass sie nicht die gleiche Entlohnung bekommen für die gleiche Arbeit, oftmals gar nicht die Strukturen haben. Also beispielsweise, ich war jetzt letztens unterwegs und dann habe ich gesehen, ja gut, für Schwule gibt es da in dem Bereich mehr, was ich total toll finde und auch gut, aber wo ist jetzt beispielsweise was für Lesben oder so? Ja, ist ja auch wichtig, dass die sich vernetzen können, dass die sich austauschen können. Warum gibt es davon weniger? Ne? Also warum wird das nicht irgendwie auch gefördert? Da merkt man halt, dass es schon Unterschiede gibt und ich finde, wenn wir etwas machen, finde ich das sehr wichtig, dass wir selbstbestimmt etwas machen können. Also sprich, dass nicht Männer für Frauen Sachen reden, ja, sondern Frauen selbst sich einbringen. Und wenn es Situationen gibt, wo Männer etwas sagen müssen, dass Männer sich einbringen können oder auch Transgender oder transsexuell. Nicht, dass irgendwie mein andere fremd zu bestimmen. Das geht einfach nicht. Und das sehe ich auch schon im Kontext, wenn zum Beispiel... Ich glaube, der Punkt ist klar. Und ja, ich würde gerne noch jemanden dran nehmen, der sich da hinten gemeldet hat. Ganz da hinten. Ja, guten Abend. Ich wollte noch was ergänzen, nämlich ein bisschen auch in Verbindung mit einer Frage, wie ihr die Rolle der AfD einschätzt. Ich glaube, wenn man dieser Tage über Rassismus und Sexismus spricht, muss man auch über die AfD reden. Und genau, ich glaube, im Kern ist die AfD eine sehr rassistische Partei, sie Bernd Höcke und wirklich die back to the roots, back zur Rassenlehre, was ich für mich nicht vorstellbar war, dass sowas nochmal auf die Bühne kommt. Aber sie ist auch durchsetzt mit einem sehr reaktionären und ja, klassischen Frauenbild, Familienbild und so weiter, was sie auch schon in Wahlkämpfen so geführt hat. Und mein Eindruck ist halt, dass die AfD so ein Erdbeben losgetreten hat, so eine Eruption von, jetzt kann man das halt wieder sagen und man kann den Raum eröffnen und betreten mit sexistischen, rassistischen Argumenten. Und meine Frage ist, ob man nicht das als ein wichtiges Ziel sieht, in der Arbeit, die AfD, halt dem was entgegenzusetzen. Und um es mal plastisch zu machen, Beatrix von Storch ist die Vorsitzende der sogenannten Lebensretter, die immer im September eine Demonstration gegen das Recht auf Abtreibung machen. Und Beatrix von Storch wird den Wahlkampf führen. In Berlin ist die erste auf der Liste. Und am Tag vor den Landtagswahlen findet diese Demonstration gegen Recht auf Abtreibung statt. Und ich glaube, wir müssen das als unsere Aufgabe sehen, dass wir dem was entgegensetzen und da breit mobilisieren gegen die AfD. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass das nochmal erwähnt wird, aber natürlich geht es nicht nur um die AfD, obwohl das jetzt gerade ein dickes Problem zu werden scheint. Ich finde aber gut, dass wir nochmal drüber nachdenken, wie jetzt eigentlich Dinge zusammenkommen, nämlich die Instrumentalisierung nicht nur der Geschichte in Köln, sondern überhaupt auch antigenderistische Argumente, biologisierte Geschlechterkonzepte, sehr simple Geschlechterkonzepte, die eingesetzt werden, um sozusagen eine Zuspitzung rechtsradikaler und rechtsextremer gesellschaftlicher Positionen zu formulieren. Ich würde jetzt noch eine Meldung dran nehmen, dann zwei, dann versuchen, dass wir hier auf dem Podium noch mal was zu Fragen von Alternativen und was ist zu tun, kurz äußern, aber eine kurze Runde in unserem Fall und dann können wir noch mal eine Abschlussdiskussion führen. Die erste Meldung ist da hinten auf dem Fensterbrett, links hinten. Ist hier hinten? Da hinten ist hinten. Kannst du ihr das?
Dankeschön. Meine erste Frage wäre folgende: Wie kriegt man die linken Männer mit in die Antisexismus-Diskussion? Weil ich habe nach der Sache in Köln auf meiner eigenen Facebook-Seite auch einen öffentlichen Rant gepostet, der sich mehr oder weniger um sexualisierte Gewalt und Alltagssexismus drehte. Und mir ist aufgefallen, dass von meinem gesamten linken Freundeskreis, der, ich würde sagen, etwa 50-50 verteilt ist, und die jedem Post, wo es um Rassismus geht, sofort engagieren, den sofort liken, kommentieren bis zum geht nicht mehr, extrem viele Frauen geäußert haben, extrem viele Frauen gesagt haben, ja super, endlich hat es mal jemand auf den Punkt gebracht, vielen Dank dafür. Und von den Männern kam fast nichts. Und ich habe da mit Freundinnen drüber geredet, auch mit Freundinnen, die im linken Spektrum aktiv sind. Und die haben mir sehr viel Ähnliches berichtet. Die haben mir auch Sachen berichtet wie, ja, wir Frauen wollten dann mal unseren eigenen Zirkel gründen, um über genau dieses Problem zu reden. Und dann waren die Männer beleidigt und meinten, sie wollten uns jetzt aus unserer politischen Gesamtgruppe, zum Beispiel unserer Antifa-Gruppe oder so, ausschließen, weil wir ihnen nicht mehr genug vertrauen würden. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer offensichtlich auch das Problem von Alltagssexismus und auch von alltäglicher sexualisierter Gewalt grandios unterschätzen. Auch weil viele Frauen sich verständlicherweise nicht äußern, weil sie sich schämen, Opfer geworden zu sein. Aber das, fände ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, let's face it, das ist ungefähr die Hälfte der Menschheit. Das ist auch noch die Hälfte der Menschheit, die ein großes Mehr an Macht innehat, an gesellschaftlicher, auf sämtlichen Positionen. Wir werden die leider brauchen, um daran was zu ändern. Und der zweite Punkt, den ich gerne machen würde, wäre, dass man vielleicht etwas mehr hinweisen muss auf die Parallelität von Sexismus und Rassismus. Also, dass das letztlich ja sicherlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber beides Phänomene von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind, die ja auch deshalb ähnliche Ursachen haben dürften, im Grunde. Gut, es kam noch eine Meldung, auch da. Ich versuche es mal konzentriert zu machen. Ich merke bei solchen Veranstaltungen immer, dass es dieses Wir, dass sich dieses Wir total schlecht festmachen lässt, was nicht schlimm ist. Ich merke, dass wir an total unterschiedlichen Punkten stehen und auch vor krassen, auseinandergehenden Problemen. Ja? Also ich würde, dass wir jetzt mal an dem Wunsch nach einer Befreiung aus unterdrückenden Verhältnissen irgendwie festmachen. So. Und da haben wir einerseits eine massive Gefahrenlage angesichts der krassen rechten Übergriffe, des Rassismus in der Mitte der Gesellschaft etc., wo man irgendwie denkt, wir brauchen jetzt egal wie eine ganz breite Masse, die dem was entgegensetzt. So, und auf der anderen Seite sehr hohe Ansprüche, die wir irgendwie an uns selber stellen, angesichts der Analysen, die in verschiedensten antirassistischen, antisexistischen Kreisen schon geführt werden. Und was ich irgendwie sagen möchte, ist, dass wir, glaube ich, alle voll gute Fähigkeiten haben, an irgendeiner dieser Stellen anzusetzen. Während es halt in der selbstorganisierten Flüchtlingsbewegung erstmal um Basics geht und dabei ein Gesamtblick auf tatsächlich diese Problematik der Menschheit, ne, kommt, der total gut ist und wichtig ist. Aber was mir wichtig wäre, so uns, also für mich ist es immer total wichtig, mir klarzumachen, welche Debatte lasse ich mir aufzwingen und welche Debatte möchte ich eigentlich führen? Welche Debatten sind eigentlich hilfreich? Und ich sehe hier immer wieder, dass ich selber auch dahin abdrifte, Fragen zu beantworten, die eigentlich total irreführend sind. Und da gibt es viele Beispiele dafür. In diesem ganzen Diskurs tauchen irgendwie die Stimmen von Frauen of Color so gut wie gar nicht auf. Und wenn dann nur in der Opferposition. Und wenn sie auftauchen, werden sie selten aufgegriffen. So, das ist ein Ding. Und ich glaube, das ist wichtig zu fragen, welche Debatten wollen wir führen und auf welcher Ebene wollen wir die führen? Wollen wir die so führen, dass sie möglichst breite Massen überzeugen oder wollen wir eine ganz klare, scharfsinnige Analyse machen, also über die Verknüpfung von Rassismus und Sexismus und anderen Ismen wurde ja jetzt gar nicht viel gesagt, was jetzt auch gar nicht möglich ist, ja? Aber so, das wäre mein Wunsch. Und ich finde, das will ich auch nochmal aufgreifen, was du gesagt hast im Zusammenhang mit feministischen Kämpfen in Ägypten. Ich glaube tatsächlich, dass Befreiungsbewegungen aus den kolonialisierten Ländern ein Vorbild sein sollten für eine Entwicklung auch westlicher Gesellschaften.
Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir ganz kurze Antworten, soweit möglich, vom Podium haben. Wo sind Eintrittspunkte für Debatten? Wir haben viel gesagt, was war, wie geht es weiter, mit wem, in welchen Netzwerken, in welchen Formaten, mit welchen Verknüpfungen, mit welchen neuen Verbindungen muss man eigentlich weiterarbeiten, wenn man von links und feministisch vorankommen will. Wer fängt an? Also apropos auch sich Debatten aufzwängen lassen, ich würde gerne kurz auf die Frage mit dem Gefühl der Machtlosigkeit und Online-Kommentaren und so antworten. Und das wäre aber auch meine Antwort auf die Frage, was zu tun ist. Ich fand voll schön, wie du die junge Freiheit, die Welt und die Bunte so in einem Schlag weggehauen hast. Diese Kommentare, die sich so unter Texten finden, die finden sich ja auch unter meinen Texten an. Man darf die nicht lesen. Also das ist tatsächlich, also für mich ist das ist nicht nur so ein Wellness-Tipp oder so, das auch, aber da sind sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr viele Sachen schreiben. Und das ist eine Gefahr, sich damit zu viel zu beschäftigen, weil Dummheit ist super faszinierend und man kann, wenn Leute einem da so total krankes Zeug reinschreiben, dann ist es sehr verführerisch, sich ganz lange damit zu beschäftigen, warum machen die das, so wie sind die drauf und was sind das für Freaks und so, aber das saugt einem total viel Energie aus, so, das klingt ein bisschen eh so jetzt, aber ist so, ja, das stört beim Arbeiten und deswegen darf man da nicht zu viel reingucken, also natürlich ist es gut, sich Kritik anzuhören und ich finde es super schwierig, sozusagen ist total doof für die Leute, die sinnvolle Kritik irgendwo hinschreiben, wenn die total untergehen in so einer Masse von Idioten. Das ist total traurig, aber das passiert. Aber man darf sich da nicht zu sehr reinfühlen, weil ich glaube, man kommt da nicht wieder raus. Und das ist übrigens, das ist nicht nur anstrengend, wenn man das sozusagen, also es ist für dich anstrengend und für mich ist es auch anstrengend, obwohl ich Geld dafür kriege. Das, weil man wird mit so Abgründen konfrontiert und ich mache das so, ich fange zum Beispiel alle Mails, die ich kriege, fange ich an zu lesen, aber ich höre, also ich mache nicht unbedingt bis zum Ende, weil es manchmal ist zu verrückt. Und Salomon hat vorhin über Distanzierung geredet, von was man sich distanzieren muss und ich würde, und auch über Würde. Und ich würde sagen, es ist auch ein Punkt von, also es hat auch was mit Würde zu tun, mit wem man überhaupt redet. Das klingt jetzt vielleicht sehr elitär, aber man muss seine Energien richtig einsetzen. Und im Moment gibt es eine krasse Diskussion und ich finde gut, wenn man so diese Sensibilität, die gerade da ist, aufgreift. Aber das heißt auch, dass man sich nicht von rechten Pissern provozieren lassen darf. Weil das ist eine sehr große Gefahr. Und das ist dieses Thema von sich Debatten irgendwie aufdrängen lassen. Weil ich glaube, was wir im Moment tun müssen, ist, es gibt, jetzt hat sich sozusagen die Debatte geöffnet, es geht um Feminismus, es geht um Antirassismus, es geht um Intersektionalität, was ganz lange ein ziemlich verstecktes Thema war bezüglich feministischer Themen. Also es wurde immer so alles sehr, sehr einzeln betrachtet. So Feminismus ist ja Frauen, Körper und Sex und so. Und es wird so sehr getrennt betrachtet von anderen Debatten. Das ändert sich gerade und das kann man aufgreifen und zeigen, guck mal, es gibt mega viele Leute, die sich schon Jahre damit beschäftigen und denen muss man jetzt zuhören. Das heißt auch, dass man bestimmten Leuten nicht zuhören muss. Und zwar denen, die sich jetzt als krasse Experten irgendwie aufspielen. Jetzt plötzlich geht es um Flüchtlinge, also kennen sie sich jetzt plötzlich mega gut mit sexualisierter Gewalt aus. Das ist dann verdächtig. Und ich glaube, im Moment, also was ich zurzeit auch schwierig finde, ist, man muss sich entscheiden, wem erklärt man Dinge und mit wem diskutiert man. Und wem gibt man im richtigen Moment auf die Fresse, also argumentativ sozusagen, aber von wem grenzt man sich ab und wem sagt man, ich will diese Sachen überhaupt nicht diskutieren, das ist für mich überhaupt nicht diskussionswürdig, ob wir Flüchtlinge schießen sollen an der Grenze, weil es zu viele sind, was ist denn das, was muss ich nicht drüber reden. Und das ist manchmal eine schwierige Entscheidung.
Aber ich glaube, dass es eine Entscheidung um diesen Moment geht, weil es im Moment ist die Debatte so, dass sie sich sehr radikalisiert. Es gibt Leute immer stärker auf einer Seite, auf der anderen Seite. Es gibt rechts und es gibt links und es gibt irgendwie Pro-Flüchtlinge und Gegen-Flüchtlinge. So, total, also das ist nicht sehr feinsinnig. Ja, super kurz. Entschuldigung. Ja, jedenfalls, man muss sozusagen, weil es alles so anstrengend ist, muss man versuchen, seine Energien an der richtigen Stelle reinzustecken und nicht zu viel mit Spacken diskutieren. Da kann ich jetzt ja nur sagen, ja, kann ich unterschreiben. Wobei, wenn wir jetzt zurückkommen zu dieser angesprochenen Frage und was sind da aber auch Lösungen? Also ich glaube, gerade was das Netz betrifft, muss zunehmend in der Debatte klar werden, dass online und offline verschränkt sind. Das heißt, was da auch passiert und gerade auch an diesen, sage ich mal, Echo-Effekten, sage ich mal, mit so Mini-Öffentlichkeiten, die sich dann wirklich nur noch mit ihren gefilterten Informationen versorgen und dann, wo du ja auch im Grunde gar nicht mehr durchkommst mit irgendwelchen anderen Argumentationen, geschweige denn Informationen. Das ist ein Problem, mit dem ja unter anderem auch Medien jetzt zunehmend zu kämpfen haben und was wir aber auch wirklich entsprechend ernst nehmen müssen, finde ich. Also wenn eben gerade, weiß ich nicht, ein öffentlich-rechtlicher Sender dann irgendwie wirklich transparenter kaum noch arbeiten kann und dann trotzdem immer noch der Lügenpresse-Vorwurf kommt, zeigt das ja auch, wie wirklich bestimmte Teile unserer Bevölkerung da komplett schon dicht gemacht haben. Also das finde ich sehr ernst zu nehmen. Was ich aber, da muss ich dir sozusagen ein bisschen Kritik entgegenbringen, dass jetzt unter die sind alle dumm zu verbuchen. Nicht alle. Okay. Aber ich finde, das ist tatsächlich auch Teil oder ein problematischer Teil dessen, wie da argumentiert wird, unter anderem von linker Seite, so nach dem Motto, oh, die Nazis sind ja alle doof, sondern eben, aber dass wir, also dass das eben nicht so ableistisch argumentiert wird und auch klassistisch auf eine Art, sondern dass wir da uns eben dann auch unter anderem eine Rolle wie die der AfD genau angucken. Ich meine, die Leute, die da unterwegs sind, die sind alle gut gebildet in der Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt, und da sogar mit Adelstitel, was weiß ich. Also das so zu, ja, auch wieder so stark herunterzubrechen, glaube ich, hilft uns dann nicht. Zu dem angesprochenen Gegenprotest für Marsch für das Leben kann ich nur sagen, ich bin bei der Gegendemo gewesen, da waren es, glaube ich, 200 Leute. Also ich mache da schon ganz lange mit und mobilisiere dafür. Insofern, wenn es jetzt noch mehr da hinkommen werden, nächstes Mal im September, umso besser. Also ich glaube, gerade das Thema reproduktive Rechte wird im Zuge der AfD nochmal, sollte uns eigentlich noch mehr beschäftigen. Also wenn wir uns dann angucken, wie dann ja mindestens 3 Kinder und man eine Volksabstimmung über den Paragraphen 218 und solche Sachen als Vorschläge kommen, sehen wir ja da schon das Problem, genauso wie wir ganz klar identifizieren sollten, dass das ist jetzt die AfD, genauso wie andere Leute aus diesem Spektrum, ja ganz klar auch Bemühungen bereits ganz stark torpedieren, die uns eigentlich, und das wirklich mal unabhängig von Geflüchteten, die herkommen oder nicht, die uns eigentlich schon weiterbringen könnten in Bezug auf, wie unsere Gesellschaft mit sexueller Vielfalt umgeht und in Bezug auf einen, ja, ein Geschlechterverhältnis, was frei von Stereotypen auch sein könnte, mit zum Beispiel Gleichstellungsarbeit oder eben ja, solchen Bildungsplänen, wie sie eben zu sexueller Vielfalt diskutiert werden, dass die ja auch ganz klar von dieser Seite torpediert werden. Also das zieht im Grunde wieder auf das zurück, was ich vorhin meinte, die Konzepte und Ansätze für Lösungen und Verbesserungen, die sind schon da. Wir müssen nur wirklich uns dahinter klemmen, die auch, wo es geht, zu unterstützen. Und gerade auch in Bezug auf ja, die rechtskonservativen Bewegungen, die ja da entsprechend gut vernetzt sind. For me, I think our position is clear. We are here, me personally, for the interests of refugees and migrants as a refugee self-organization. We do not interfere with the national politics of Germany
rather we concentrate on our political position to observe how the national parties or the government are treating us. So basing on the fact that what had happened in Koun is related with refugees and migrants, some can call it Swats and whites. And I am here to express our view based on our declaration that we are not criminal, that we are refugees, and we had nothing to do in Koun. Rather, if anybody do something in Koun, individual, take him or her responsible and see ways to see it. We are from Sachsen-Anhalt, and this thing did not happen in Sachsen-Anhalt. And Germany is maybe 80 million in population, and what we are talking maybe is what happened to 200 people. So all these factors has to be put in consideration. Therefore, I come back to our position that what we need is protection. And for example, if you deport me now and go and kill me, what do you benefit? Nothing. Therefore, we need protection of all refugees who are here and treating them with dignity. I use the dignity in our own concept based on migration and refugee perspective. So therefore, for us, dignity means treating us, giving us the basic amenities necessary, not to packing people in lager, 10 people in one room, 5 people in one room, they become sick and sick, and who are paying for the sickness they are becoming? You also suffer it. Therefore, trying to treat refugees' families. Girls are here everywhere to avoid prostitution. Then also to give dignity to a woman means giving respect to a woman how she is. That's what we mean. Then to the gender equality, as I said earlier, we respect all human beings that chooses his own way of life. Every human being has his own opinion. If you want to marry a woman, do it. If you feel that you like a man, that is your personal choice. Therefore, we are for equal treatment for all. Out of that is an individual decision, which we have nothing to do with individual decision of whether you will marry a man or you will marry a woman. So this is how we see it, for equal treatment and protection of people who are here in this 21st century modern nation. So we shouldn't be treated in such a way that we are nearly dead here, nearly dead, but living. So that's why we're here. Thank you very much, everybody. Es ist jetzt schon sehr viel gesagt worden und jeder einzelne Punkt sozusagen wäre wieder anders für eine neue Debatte. Ich will versuchen, nochmal auf zwei Punkte einzugehen. Zum einen, warum positionieren sich die Männer nicht deutlicher gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt? Ich habe die Frage auch gestellt in einem Text, den ich nach Köln für Zeit Online geschrieben habe und habe darauf unter anderem eine Mail bekommen von einem Mann in Freiburg, der gesagt hat, er hat einen Aufruf gestartet, genau dazu, sozusagen Männer positionieren sich gegen sexualisierte Gewalt und Sexismus. Der läuft auch auf Change.org und er sagt, es findet sich kaum jemand, der den unterschreiben will, also um genau das zu bestätigen sozusagen. Warum haben wir nicht sowas wie ein One Billion Rising von Männern, sind also solchen, die als Männer in unserer Gesellschaft positioniert sind, die endlich mal, das wäre vielleicht die Männer, die hier sind oder sich als Männer verstehen oder als solche adressiert sind, könnten ja hier aus diesem Abend rausgehen und sich überlegen, wie sie einen solchen One Billion Rising, wie kommen Männer gegen sexuelle Gewalt sozusagen
sich positionieren. Das wäre ja eine konkrete Aktion, die aus dem heutigen Abend entstehen könnte. Das andere, was ich nochmal vielleicht ein bisschen übergeordnet zum Schluss sagen möchte, also wie kommen wir in Vernetzung, wie kommen wir sozusagen vielleicht auch in die Offensive, wie antworten wir auf den Hass, der uns off und online entgegenschlägt. Da habe ich ein bisschen eine andere Haltung als Wissenschaftlerin jetzt wiederum, was das Lesen von Hasskommentaren im Netz angeht. Ja, man soll sie nicht lesen, wenn man sie persönlich nimmt, aber ich als Soziologin, die verstehen will, wie Gesellschaft funktioniert, gucke mir das natürlich sehr wohl auch genau darauf hin an, wie Vorurteile, Stereotypen, wie Hasslogiken sozusagen funktionieren. Und ich glaube, woran wir kollektiv stärker arbeiten müssen, mehr nachdenken müssen, ist, wie wir aus der Logik des Krieges, die uns seit dem 11. September 2001, glaube ich, dominiert, wie nicht zuletzt Judith Butler ja in vielen Büchern geschrieben hat, dass zunehmend sozusagen das Handeln von auf allen Ebenen von einer Logik des Krieges durchzogen ist. Das erleben wir auch in unserem Land in den letzten Monaten. Die Politik antwortet auf die Herausforderung, die Flucht und Vertreibung sozusagen bedeuten. Die Politik antwortet mit Ausschluss, mit Entrechtung, mit Kriminalisierung, mit Prekarisierung. Darauf müssen wir andere Antworten geben. Ich glaube, die Zivilgesellschaft gibt darauf schon längst andere Antworten. Auch das erleben wir ja, sozusagen eine extreme Kluft zwischen der politischen Klasse, den Antworten, die die politische Klasse gibt, und den Antworten, die die Zivilgesellschaft in den letzten Monaten entwickelt hat. Und ich glaube, da müssen wir diese Antworten, die da sind, die auf die Logik des Krieges und des Hasses längst antworten, die sozusagen noch stärker auch selber wahrnehmen, dass die da sind, dass wir, viele von uns daran ja, beteiligt sind, die praktizieren, und dann, glaube ich, kommen wir auch zu Antworten auf, wie kommen, um noch einmal ein Wir zu benutzen, wie kommen wir vielleicht auch gesellschaftlich in die Offensive. Ich hatte ja eben schon ein bisschen mein Schlusswort gesagt, ich sage es nochmal anders vielleicht. Also tatsächlich finde ich für mich die Frage der Rechte sehr zentral. Müsste man stärker reden, tatsächlich sich auch nochmal gegen diesen Begriff der Integration anders zu wenden, weil es im Begriff der Entrechtung bedeutet, weil es immer eine Gegenforderung ist nach Forderung von Rechten von Migranten und Migrantinnen. Ich finde den Begriff auch deswegen gut, weil er eben auch nochmal innerhalb der migrantischen Communities ein verbindendes Element eben schafft, gerade zwischen zum Beispiel jetzt Geflüchteten und migrantischen Menschen, die schon sehr lange hier sind, aber er ist eben auch anschlussfähig, natürlich, wie man jetzt ja heute Abend, das war ja das Thema, eben auch für Kämpfe von Frauen, aber genauso für Kämpfe eben auch von allen anderen eben auch, um sexuelle Orientierung, um sexuelle Autonomie, auch um soziale Rechte und um soziale Fragen, also sozusagen die Frage des Rechts, finde ich nochmal da zentral zu stellen, das finde ich wichtig. Und zu den Männern im Antisexismus würde ich auch nochmal gerne was sagen, nochmal nach der Frage, nach den Deutschen im Antirassismus zu fragen, warum eigentlich Deutsche Antirassismus betreiben, wo es ja auch sozusagen um ihre schönen Privilegien geht, die da in Frage gestellt werden. Und ich glaube, viele machen das aus Altruismus und Narzissmus und Paternalismus, weil sie sich gut fühlen am Ende des Tages. Ich glaube aber auch, dass es viele eben machen, weil sie selber ein besseres Leben haben in einer Gesellschaft, die hier mittlerweile seit Jahrzehnten sich zunehmend migrantisiert und tatsächlich diese Gesellschaft darüber verändert hat, und zwar im Positiven, in so einem zivilisatorischen Sinne verändert hat. Und dass das eben von vielen Deutschen, sage ich jetzt mal, diesen Begriff ist ja auch mal problematisch, aber von vielen Deutschen eben auch genossen wird, weil es tatsächlich ein Reichtum darstellt, auch wenn es sozusagen ihre Privilegien, die sie haben, qua ihrer nationalen Zugehörigkeit auch in Frage gestellt wird, auch von den Leuten, die jetzt kommen, in Frage gestellt wird. Dann nützt es auch nichts, immer vorzurechnen, dass alle Flüchtlinge gut fürs Bruttosozialprodukt sind. Also das stimmt schon, dass es eben auch, von mir ist auch Arbeitsplätze wegnimmt, aber die Frage ist ja, so what? Also, und ich glaube, dass das zum Beispiel auch, was jetzt Pegida und AfD angeht, die das genau wissen, dass das hier gerade für sie in Frage gestellt wird. Deswegen drehen die auch gerade alle so durch, weil sie eben auch sehen, dass ihre Vorstellung von diesem Deutschland so gar nicht mehr
existiert oder schon langsam hier zur Geschichte tatsächlich gemacht wird. Deswegen drehen die gerade durch und ich finde, man müsste sich aber statt sich auf die zu konzentrieren, tatsächlich auf die Stärke konzentrieren, die sich hier verändert hat, Kraft durch so Kämpfe aus einer migrantischen Perspektive, aus einer Einwanderungskultur. Und dasselbe, finde ich, gilt eben auch für die Männer im Antisexismus, dass es eben nicht nur eine Frage ist der Privilegien, die sie in Frage gestellt kriegen, sondern weil sie eben da drin auch, also auch für Männer heteronormative Gesellschaft eben auch in vielerlei Hinsichten Elend darstellt, und ein trauriges Leben darstellt und auch eine Bedrohung darstellt. Und ich glaube tatsächlich darin auch ein Reichtum, dass viele darin eben auch ein Reichtum sehen oder sehen könnten, was es eben bedeutet, ein anderes, also ein geschlechtliches Leben führen zu können. Und ich glaube, das müsste man eben da drin im Rassismus, Antirassismus eben auch stärker betonen, tatsächlich den Reichtum, der erreicht werden kann und auch schon erreicht wurde in diesen Kämpfen. Vieles haben wir angesprochen, wurde angesprochen, vieles wurde vielleicht verkürzt, zu kurz angesprochen, das nehmen wir mit. Die Frage nach der Ökonomie stärker und nochmal anders zu stellen, als uns das heute gelungen ist, sie spielt natürlich eine Rolle für alles, was hier an Herrschafts- und Dominanzverhältnissen benannt worden ist. Dieses war eine erste und nicht die letzte Veranstaltung und wir hoffen, das dann auch nochmal thematisch zugespitzter weiter zu bearbeiten. Ich danke euch allen, die ihr hier wart und die ihr noch hier geblieben seid bis jetzt. Das ist eine lange Strecke gewesen. Es gibt draußen Getränke und wir würden uns freuen, wenn die eine oder der andere noch bleibt, um ein bisschen weiter zu reden und vielleicht auch Vernetzungen anzufangen. Herzlichen Dank ans Podium, an euch alle und an euch für eure geduldige Präsenz. Danke.